idealism prevails. Make the world a better place. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Rektor der Universität Wien begrüße ich Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung der Waldviertelakademie, die Welt von morgen, Europas Werte und unsere Zukunft. Besonders begrüße ich Herrn Altbundespräsident Dr. Heinz Fischer. Und Herrn Justizminister Professor Dr. Wolfgang Brandstätter, der auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Waldviertelakademie ist. Weiters begrüße ich Herrn Dr. Ernst Wurz, den Vorsitzenden des Vorstands der Waldviertelakademie. Die Waldviertelakademie, eine Kultur- und Bildungsinitiative im Waldviertel, gegründet 1948, wenn ich richtig informiert bin. 84, sehen Sie, ich habe besser gedacht, 48 ist ein bisschen alt. Ja. Gut. Profiliert sich seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, also kurz danach, als Vorreiter des Brückenschlags zum Nachbarn und war Initiator und Impulsgeber vieler nicht mehr wegzudenkender Initiativen und Begegnungen. Ich habe mir die Liste der Redner vergangener Veranstaltungen angesehen und hier ist mir besonders aufgefallen, einer der Ehrendoktoren der Universität Wien, der vor kurzem verstorbene Karl Cerassi. Die heutige Thematik, die Welt von morgen, Europas Werte und unsere Zukunft, erinnert mich an ein Format, das die Universität Wien seit dem Jubiläumsjahr auch eingeführt hat, nämlich unsere sogenannte Semesterfrage. Im Sinn einer Werbung für diese Initiative möchte ich Sie kurz über dieses Format informieren. Es ist eine Kooperation mit der Tageszeitung und auch der Online-Ausgabe des Standard und läuft so ab, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die zum jeweiligen Thema des Semesters wissenschaftlich etwas zu sagen haben, im Standard und im Online-Standard sozusagen Impulsstatements abgeben, die dann in einer moderierten Online-Diskussion bearbeitet werden über mehrere Monate und dann kulminiert diese Veranstaltung in einer Podiumsdiskussion mit einem Keynote-Speaker und anderen Sprechern und Sprecherinnen, die zum Thema was zu sagen haben, im großen Festsaal. Unsere letzte Veranstaltung war derart überbucht, insbesondere mit jungen Leuten, dass wir in zwei weitere Hörsäle übertragen mussten. Die Themen bisher, und hier gibt es eben eine Querverbindung auch zum Thema des heutigen Abends, Semesterfrage im Sommersemester 2016, wie verändert Migration Europa? Ein natürlich besonders aktuelles Thema. Die Keynote-Speakerin war Christine Langenfeld, Professorin für öffentliches Recht der Universität Göttingen, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Universität Wien und inzwischen auch Mitglied des Deutschen Bundesverfassungsgerichtshofs. Das Thema des heurigen Semesters war, wie leben wir in der digitalen Zukunft? Keynote-Speaker war Professor Walster, der Chef des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz. In diesem Semester werden wir uns beschäftigen mit der Frage Gesundheit aus dem Labor, was ist machbar? Keynote-Speaker wird sein der Vorstandsvorsitzende von Böhringer Ingelheim, Professor Barner. Und das nächste Semester, das darauffolgende, werden wir uns dem Thema Demokratie mit einer noch nicht genau ausformulierten Detaillierung widmen. Also gerade die erstgenannte und auch die letztgenannte Semesterfrage stellen inhaltlich sehr wohl einen Bezug zur heutigen Veranstaltung her. Wenn wir über das Thema Europas Werte und unsere Zukunft reden, dann muss ich aus Sicht der Universität noch etwas ins Gespräch bringen, das uns besonders bewegt, nämlich den Brexit. Für Österreichs und auch für die europäischen Universitäten sind britische Universitäten ein ganz, ganz wichtiger Forschungspartner. Und auch umgekehrt ist das sicherlich der Fall. Die Sorge, die wir haben, dass diese erfolgreichen Forschungskontakte mit britischen Spitzenuniversitäten durch den Brexit gefährdet sind, teilen auch die britischen Universitäten. Und andererseits muss man bedenken, dass zahlreiche Studierende und Wissenschaftler aus beiden Teilen des noch gemeinsamen Europa im jeweils anderen Teil studieren oder arbeiten. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir hier große Sorgen haben, insbesondere da ja nun Großbritannien offenbar einen Hard Brexit anstreben will, ist eine Frage, die uns sehr bewegt, die aber mit dem heutigen Thema nur am Rande zu tun hat.
Ich wünsche der Veranstaltung alles Gute. Ich werde zu einem Teil der Veranstaltung anwesend sein können, aber nicht zur ganzen Veranstaltung. Herzlichen Dank, dass Sie die Universität Wien als Veranstaltungsort gewählt haben. Dankeschön. Geschätzte Damen und Herren, ich heiße Sie, ich heiße euch im Namen der Waldviertelakademie recht herzlich willkommen. Herr Dr. Engel, Herr Dr. Fischer, Herr Dr. Brandstätter, es ist für uns eine besondere Auszeichnung, als Waldviertelakademie auf der Universität Wien mit einer Veranstaltung zu einer zentralen Frage, die Welt von morgen, Europas Werte und unsere Zukunft Gast sein zu dürfen. Erlauben Sie mir zwei, drei Sätze zur Waldviertelakademie. Es ist schon gesagt worden, 1984 gegründet, bin seit Anfang an dabei. Uns in der Waldviertelakademie geht es darum, grundsätzliche Fragen des Menschen, der Gesellschaft, mit Bürgern der Zivilgesellschaft zur Diskussion zu stellen. Wir haben im Laufe eines Jahres an die 15 Veranstaltungen, unsere Spielorte, wenn ich das so sagen darf, sind im Wesentlichen das Waldviertel. Aber ein Schwerpunkt der Waldviertelakademie ist auch der Nachbar Tschechien. Auch in Tschechien haben wir an die 20 Spielorte, wo wir die Nachbarschaft Österreich-Tschechien nachhaltig aufarbeiten und wesentliche Beiträge zur Geschichte, zur gemeinsamen Geschichte ist unser Ziel von Österreich-Tschechien aufzubereiten. Die Waldviertelakademie hat immer ein Jahresthema. Das Jahresthema heuer, die Welt von morgen, Europas Werte und unsere Zukunft. Der Auftakt des heutigen Themas ist in Wien. Es freut uns also ganz besonders, so kompetente Referenten gewinnen zu können. Schon vorweg recht herzlichen Dank. Und wichtig ist uns auch immer das Gespräch am Podium. Es wird dann auch die Möglichkeit, die eine oder andere Frage geben. Und es wird dann auch nachher noch bei einem Glas Wasser oder Wein die Möglichkeit des Dialogs, des Gespräches geben. Es ist uns ganz, ganz wichtig, die Gesprächskultur, die Kommunikationskultur entsprechend voranzutreiben. Und in diesem Sinne bin ich sicher, dass uns der Auftakt zu der Frage, die Welt von morgen, Europas Werte und unsere Zukunft optimal gelingen wird. Und es freut mich auch ganz besonders, dass unsere wissenschaftliche Kuratorin Eva Gfisterer, die wahrscheinlich auch von den Medien her ORF vielen bekannt ist, gewinnen konnte, diesen heutigen Abend zu moderieren. Eva, auch dir herzlichen Willkommen, Gruß, und darf dich heraufbitten. Dr. Fischer, Dr. Brandstätter darf Sie auch heraufbitten. Und lauschen wir mal der Diskussion am Podium und dann werden wir auch ein bisschen mitdiskutieren. Bitte sehr, kommen Sie rauf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Und jetzt habe ich natürlich was vergessen. Das passiert halt manchmal, wenn man so in einem Rahmen sitzt. Ich darf da die Zeit noch nutzen. Ein Grundsatz der Waldviertelakademie ist es auch, immer wieder Kooperationspartner zu haben. Daher Ihnen, Herr Rektor, recht herzlichen Dank, dass das hier möglich ist. Und wir haben auch die Veranstaltung in der Vorbereitung mit dem Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Matzal koordiniert. Es hat sich dann anders ergeben, dass ich jetzt nicht Zeit hatte. Ich muss ihn entschuldigen, aber er war ein Kooperationspartner dieser Veranstaltung. Und wir brauchen als Kulturinitiative auch immer wieder Sponsoren. Sponsoren wie zum Beispiel die Industriellen Vereinigung Niederösterreich, die Partner ist, auch die Raiffeisen Geldorganisation, die in dem Fall Partner ist, auch das Institut, Sie sehen es hier, für den Donauraum und Mitteleuropa. Und wenn ich Herrn Christoph Kastner da in der ersten Reihe sitzen sehe, auch das Wirtschaftsforum Waldviertel ist also seit langen Jahren Partner. Und wenn Sie draußen da mehr Informationen über uns wollen, man kann auch Mitglied und Förderer der Waldviertelakademie werden. Und mit dieser Werbeanschaltung gebe ich das Wort jetzt endgültig an die Eva weiter. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer heutigen Veranstaltung mit prominenten, mit sehr, sehr prominenten Gästen. Ich muss sagen, in meinen letzten 12 Jahren als Kuratorin der Waldviertelakademie hatten wir noch nie einen Bundespräsidenten. Minister hatten wir schon, aber einen Bundespräsidenten hatten wir noch nie. Also wir fühlen uns wirklich sehr geehrt durch Ihre beide Anwesenheit. Vielleicht kurz zum Ablauf. Ich werde trotzdem, auch wenn es Eulen nach Athen tragen heißt, unsere beiden Podiumsteilnehmer vorstellen, aber nur sehr, sehr kurz. Dann vielleicht ein paar Worte zu unserem Thema sagen. Und dann hören wir zwei Kurzreferate, je 15 Minuten. Und dann wird es eine ganz kurze Podiumsdiskussion geben, weil ich annehme, dass Sie selber viele Fragen haben. Und wir freuen uns auch dann nachher auf Ihre Fragen. Und wir werden dann ganz pünktlich um 20 Uhr aufhören. Wie gesagt, Heinz Fischer, Bundespräsident Heinz Fischer, war
bis letzten Sommer insgesamt 12 Jahre Bundespräsident, wie Sie wissen. Er war, ich habe das zusammengezählt, 33 Jahre im Parlament, davon 12 Jahre Präsident des Nationalrats und 2 Jahre Vizepräsident, 4 Jahre Wissenschaftsminister und weiß ich nicht wie viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der SPÖ. Viele Präsidentschaften, die er sonst noch hat, kann ich gar nicht aufzählen, weil es wirklich sehr, sehr viele sind. Heinz Fischer, was vielleicht viele nicht wissen, er habilitierte sich in Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck, wo er auch jetzt wieder Vorlesungen halten wird, und er studierte in Wien Rechts- und Staatswissenschaften. Von den vielen Büchern, die er auch geschrieben hat, möchte ich vielleicht nur eines erwähnen, das er zusammen mit seiner Frau Margit schrieb, die ihn ja auf fast allen seiner Reisen der 12 Jahre als Bundespräsident immer begleitete. Und das heißt Erinnerungen, und darin blicken eben er und seine Frau Margit auf diese Zeit mit wunderschönen Bildern und Begegnungen zurück. Wolfgang Brandstätter ist seit Ende, wie Sie wissen, Ende 2013 Justizminister. Er studierte wie Heinz Fischer Jus, habilitierte sich im Strafrecht, war Ordinarius für Strafrecht an der Universität Wien und ab 2007 wechselte er an die Wirtschaftsuniversität als Vorstand des Instituts für österreichisches und europäisches Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsstrafrecht. Vor seiner Ministerwürde arbeitet Dr. Brandstätter auch als Strafverteidiger. Wie Sie schon gehört haben, sprechen wir heute von der Welt von morgen, Europas Werte und unsere Zukunft. Und vielleicht ein paar Worte zu diesem Thema. Wir haben lange diskutiert in der Waldviertelakademie, weil es uns auch ein Anliegen war, dass wir über Werte diskutieren, auch wenn ich weiß und wenn wir wissen, dass es immer heikel ist, über Werte zu diskutieren. Denn wie Nietzsche schon sagte, wenn ich über meine Werte spreche, dann stelle ich immer auch die Werte des anderen in Frage. Aber dennoch sind 2 wichtige Dinge, worüber wir reden sollten. Das eine ist die Zukunft und das andere sind die Werte. Und ich kann mich noch erinnern, als ich jung war, also ich bin 1952 geboren, da dachten wir die Zukunft als etwas sehr Positives. Wir dachten eigentlich, dass es uns immer besser gehen wird und dass es aufwärts gehen wird. Dieses Gefühl sehen wir heute nicht mehr. Heute suchen wir ganz vergeblich nach positiven Utopien. Vorherrschend ist eher das Gefühl des Verlusts der Identität angesichts der Globalisierung. Viele haben Angst vor Jobverlust, vor Abstieg, Angst vor Flüchtlingen, aber auch vor dem Rechtsruck und vor der zunehmenden Radikalisierung im Westen. Und den erreichten Frieden, den nehmen wir jetzt als ganz selbstverständlich. Und auch meine Generation hat Gott sei Dank keinen Krieg mehr erlebt. Und Europas Werte sehen wir als etwas, das uns in den Schoß fällt. Aber wir glauben dennoch, dass es Werte gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Zum Beispiel für ein soziales Europa. Deshalb ist ja auch Europa für so viele Menschen so attraktiv. Und es gilt auch, die Errungenschaften der Aufklärung zu verteidigen. Immanuel Kant sprach von der Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und was heißt das eigentlich? Das heißt selber denken, das heißt aber auch das Ende der Abhängigkeiten von religiösen und politischen Autoritäten. Und dann sind es noch, und jetzt bin ich auch schon am Schluss, welche Errungenschaften gibt es noch? Und ich würde das wirklich heute gerne mit Ihnen diskutieren, welche Errungenschaften der Aufklärung, welche Errungenschaften der europäischen Werte, die sich daraus ja ableiten. Und ich glaube schon, dass es darum geht, liberale Grundsätze zu verteidigen. Es gehört dazu zum Beispiel das Recht, Kritik zu üben, zu verstören, unbequeme Wahrheiten zu sagen, das Recht auch auf unsere Kunst und unsere Musik und auf die Satire, auf die Redefreiheit. Und es gilt also, Respekt vor den Gläubigen zu haben, aber wie ich glaube, keinesfalls vor den Inhalten der Religion. Ich freue mich schon sehr auf unsere Diskussion und darf ich jetzt vielleicht als Ersten Heinz Fischer bitten, Bundespräsidenten Heinz Fischer, für das erste Kurzreferat. Bitte schön. Wie du magst. Ja. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Magnifizenz, Herr Rektor, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der heutige Diskussionsabend ist dem Thema die Welt von morgen gewidmet.
Da fällt einem natürlich ein die Tatsache, dass Stefan Zweig knapp vor seinem Selbstmord der Welt von gestern ein wunderbares und wichtiges Buch gewidmet hat, das erst nach seinem Tod erschienen ist und in dem er seine Verzweiflung an den Ereignissen in Europa und an dem totalitären System, dem er sich durch die Flucht entzogen hat, abgearbeitet hat. Es steht für mich, dass es einen Zusammenhang zwischen der Welt von gestern und der Welt von morgen gibt. Einen Zusammenhang, bei dem auch die Frage eine Rolle spielt, ob und was wir aus der Geschichte, also aus der Welt von gestern, lernen können. Die Frage, ob wir aus der Geschichte lernen, wird ja bekanntlich und sehr vehement in unterschiedliche Richtungen beantwortet. Die einen sagen, es ist längst bewiesen, dass die Menschen aus der Geschichte nichts lernen, oder wie das eine österreichische Schriftstellerin sehr plastisch formuliert, die Geschichte lehrt zwar, aber sie findet keine Schüler. Die Optimisten sehen das anders und sagen, natürlich lernt der Mensch als mit Klugheit beschenktes Wesen aus der Geschichte, so wie sogar niedrigere Lebewesen sich adaptieren aufgrund der Erfahrungen, die sie im Zuge der Entwicklung machen. Ich persönlich gehöre zu den Optimisten, die überzeugt sind, dass wir aus der Geschichte lernen können und auch lernen. Und ich glaube, dass das zumindest empirisch auch beweisbar ist. Der Vergleich zwischen den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und eine Generation später, den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, hat mich gewissermaßen sicher gemacht. Der Vergleich macht mich sicher. Und erst recht der Vergleich zwischen der Ersten Republik als solcher samt ihrem Scheitern und der Zweiten Republik. Man kann ja im Grunde die Entwicklung der Zweiten Republik überhaupt nur verstehen, wenn man sie im Zusammenhang und vor dem Hintergrund der Ersten Republik betrachtet. Und dann erkennt man und kann es an Einzelbeispielen nachweisen, in wie vielen Fällen die Baumeister der Zweiten Republik aus den Fehlern der Ersten Republik gelernt haben. Die Erste Republik, eine Zeit der härtesten politischen Gegensätze, eine Zeit, wo von den 20 Jahren zwischen 1918 und 1938 nur 2 Jahre Koalition waren, nämlich Koalition zwischen den großen weltanschaulichen Familien, eine Zeit, wo es keinen überparteilichen Gewerkschaftsbund gegeben hat, sondern politische Richtungsgewerkschaften, die sich untereinander mindestens ebenso heftig bekämpft haben, wie das im Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern der Fall war. Geschlossene Weltanschauungsparteien, bewaffnete Formationen, Schutzbund auf der einen Seite, Heimwehr auf der anderen Seite. Das alles waren, wenn Sie so wollen, Sargnägel für die Erste Republik. Und in der Zweiten Republik hat man Konsequenzen daraus gezogen, hat aus der Geschichte gelernt, hat keine bewaffneten Formationen, hat einen überparteilichen Gewerkschaftsbund, hat die politische Zusammenarbeit gesucht und auch gefunden, hat weltanschauliche Brücken zu überbrücken und überwinden versucht, etc. etc. Es gibt aber Anzeichen dafür, und jetzt sind wir in der Gegenwart, die darauf hindeuten könnten, sage ich, dass die Lehren aus den fatalen Entwicklungen in der Ersten Republik zwar gezogen wurden und durch Jahrzehnte hindurch auch
State of the Art waren, aber jetzt langsam verblassen und in ihrer Wirksamkeit nachlassen. Und ein ähnliches Beispiel ist wohl auch Europa und die Europäische Union. Der Schwung und die Aufbruchsstimmung aus der Zeit von Churchill und Monet und Schumann und de Gasperi und Gümüllé und wie sie alle geheißen haben, Paul-Henri Spaak, lassen nach, während neue Kräfte und neue Phänomene und dadurch auch eine gewisse Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit in jüngster Zeit verstärkt auftreten. Ich glaube ja, dass die Europäische Union, nämlich der europäische Zusammenhalt und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Laufe der Zeit, im Laufe der Dinge, die sich verändern, Globalisierung und wie die Stichworte alle heißen, wichtiger wird. Aber es gibt Phänomene, die dieser Wichtigkeit entgegenwirken, von denen wir gemeint haben, dass sie zu einem guten Teil schon hinter uns liegen und die sich wieder bemerkbar machen. Ich denke an das Phänomen des Nationalismus, dessen entsetzliche Auswirkungen in letzter Konsequenz ja nach dem Zweiten Weltkrieg klar erkannt wurden. Wobei ich, um Missverständnisse zu vermeiden, einen Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus mache. Denn Patriotismus ist etwas sehr Menschliches, Vernünftiges, Positives, nämlich die Verbundenheit mit der Heimat, mit dem eigenen Land, der eigenen Sprache, der Volksgruppe etc. Nationalismus, und zwar jener Nationalismus, der so viel Schaden anrichten kann, ist die Überzeugung, dass die Menschen der eigenen Nation, viele verwenden auch das Wort Rasse, höherwertig sind, wertvoller sind, auf andere herunterschauen können, das Recht haben, andere zurückzudrängen und zu unterdrücken, etc. etc. Aber genau das steht in einem krassen Gegensatz zu unserem europäischen, abendländischen Menschenbild und steht auch im Gegensatz zu den universalen Menschenrechtsdeklarationen. Ein anderes Thema, das Beispiel Demokratie. Die Erste Republik wollte die Demokratie in beträchtlichem Maße nicht. Wir verwerfen den demokratischen Parteienstaat, hat es im sogenannten Korneuburger Eid geheißen. Demokratie ist herabgesetzt worden, ist lächerlich gemacht worden. Das Führerprinzip ist hochgehalten worden. Nach dem Krieg, am Beginn der Zweiten Republik, hat man das demokratische Prinzip wirklich einheitlich außer Streit gestellt. Zum demokratischen Parlamentarismus, zur demokratischen Republik hat man sich in ungeheurer Deutlichkeit bekannt. Und dennoch stellen wir fest, dass es auch das Phänomen der Demokratiemüdigkeit gibt. Das Phänomen, dass der Stellenwert der Demokratie, das Bekenntnis zur Demokratie stärker, sage ich einmal, in Frage gestellt wird. Ich glaube, wir haben immer noch eine überwältigende Zahl der Menschen, die sich zur Demokratie bekennen, aber die Zahl der Fragezeichen wird größer. Und das dritte Beispiel ist, dass am Beginn des 20. Jahrhunderts der Krieg noch als etwas Heroisches, Großartiges gegolten hat und dann nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere man gewusst hat, wie schrecklich Krieg ist, wie ungeeignet der Krieg ist, Probleme zu lösen. Und mir hat wirklich einen Stich gegeben, wie ich vor ein paar Tagen einen Satz des amerikanischen Präsidenten Trump gehört hat, der wörtlich gelautet hat:
Die USA müssen wieder lernen, Kriege zu gewinnen. Die müssen nicht lernen, Kriege zu gewinnen. Die müssen lernen, Kriege zu vermeiden und Kriege nicht zu führen. Und dafür gibt es ja genug Beispiele und Beweise. Also die Liste ließe sich fortsetzen von gewissen Wolken am blauen Himmel eines intakten und gesunden europäischen friedlichen Gesellschaftsbildes oder Menschenbildes. Dennoch bin ich nicht bereit, jetzt quasi vom Lager der Optimisten ins Lager der Pessimisten überzutreten, sondern ich versuche das einfach zu verstehen und zu erfassen. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass der Lauf der Geschichte eben nicht linear ist und geradlinig, sondern in komplizierten Kurven, in Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, mit Links- und Rechtswendungen, mit Perioden des Fortschritts und des Rückschritts, daher auch des Optimismus und der Skepsis vor sich geht. Diese Entwicklungen sind so kompliziert, dass auch das beste Computersystem sie nicht vorausberechnen kann. Die Geschichte lässt sich nicht vorausberechnen. Nicht zuletzt deshalb nicht, weil eben der Faktor Mensch eine entscheidende Rolle spielt. Und weil die Mischung zwischen den zweifellos vorhandenen objektiven Faktoren, die unsere Zukunft in eine bestimmte Richtung drängen, aber dem subjektiven Faktor, der da hinzutritt, außerhalb berechenbarer Gesetzmäßigkeiten liegt. Ich habe gerade vom subjektiven Faktor gesprochen. Und in der Tat spielt in der Geschichte auch die Psychologie eine große Rolle. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unser Gesellschaftsmodell mit einem Auto, zunächst einmal mit einem neuen Auto, bestimmte Ähnlichkeiten hat. Solange es neu ist und unser jetziges Gesellschaftsmodell war nach 1945 ein neues, ein besseres, da bewundert man es, da ist man glücklich, da ist man stolz drauf. Aber wenn das Auto dann 160.000 Kilometer auf dem Tacho hat, dann sieht die Sache anders aus. Und unser demokratisches System, das wie gesagt nach 1945 entstanden ist, und das unsere Eltern bewundert hat, und wo ich meinen Vater im Ohr habe, der 1945 zu meiner Schwester und zu mir, ich war damals 7 Jahre alt, gesagt hat, Kinder, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn man frei reden kann, wenn ich im Café Gröppel in Hitzing nicht schauen muss, wer neben oder hinter mir sitzt, wenn ich mit meinem Bruder diskutiere, und dass ich zum Zeitungsstand gehen kann und zwischen 8 verschiedenen Zeitungen auswählen kann. Das könnt ihr gar nicht verstehen. Und wir haben es auch nicht verstanden. Aber diese ungeheuren Errungenschaften sind nicht mehr in gleicher Weise überzeugend und attraktiv. Und daher gibt es mehr Demokratiemüdigkeit, mehr Demokratieskepsis, obwohl ich den Nachweis führen könnte, dass unsere heutige Demokratie besser funktioniert, mehr Minderheitenrechte hat, mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten hat, mehr Transparenz hat, als das in der guten alten gelobten Zeit vor 50 Jahren beim Siegel oder beim Raab oder beim Gorbach der Fall war. Ich füge hinzu, unsere Demokratie ist eben kein Auto und kein Gebrauchswagen, daher ist dieser Vergleich auch nicht unbegrenzt verwendbar, aber es ist etwas, was uns zwingt, immer aufs Neue mit voller Energie für demokratische Prinzipien, für Menschenrechte, für europäische Werte einzutreten, damit nicht dieser Abnützungsprozess, dieser Rückschlag, dieser Niedergang uns droht. Immerhin, der Artikel 1 der Menschenrechtsdeklaration, wonach alle Menschen gleich an Rechten und Würde geboren sind und einander im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen haben, ist ja ein Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester des demokratischen Gedankens. Weil auch hier von der Gleichwertigkeit, nicht von der Gleichheit, aber von der Gleichwertigkeit
aller Menschen ausgegangen wird. Und das muss in unserem Gesellschaftsbild für die zukünftige Entwicklung eine große Rolle spielen. Und vielleicht noch ein letztes. Demokratie ist gefestigt, aber sie ist nicht unzerstörbar. Es gibt, glaube ich, nichts in unserer Gesellschaft, was unzerstörbar ist. Und daher müssen wir uns schon immer auseinandersetzen mit den Gedanken, aus welcher Richtung Gefahr für die Demokratie droht und woher inhumanes oder totalitäres Denken kommen könnte. Aber ich bin überzeugt, dass totalitäres Denken Etappenerfolge erzielen kann, Teilerfolge erzielen kann, aber nicht quasi global siegen kann. Weil das Streben nach Freiheit und nach Wahlmöglichkeit, nach Selbstbestimmung vielleicht regional und temporär unterdrückt werden kann, aber nicht global und schon gar nicht auf Dauer ausgelöscht werden kann. Es gibt kein Ende der Geschichte. Es wird keines geben. Und ich glaube, dass es auch nie einen Endsieg totalitärer Strukturen geben kann. Der europäische Gedanke hat in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg viel bewirkt, aber Europa wird nie an einem Punkt anlangen oder ankommen, wo man sagen kann, das Werk ist vollendet, die Zukunft ist gesichert und wir können uns auf unseren Errungenschaften ausruhen. Sondern es wird immer einen Dualismus zwischen offener Gesellschaft und einem Gesellschaftssystem geben, einen Gegensatz, einem Gesellschaftssystem, das ein Endziel kennt. Und ich glaube eigentlich, dass man richtig liegt, wenn man sagt, die pluralistische Gesellschaft muss eine offene Gesellschaft sein und jene Gesellschaften, die behaupten, ein Endziel anstreben und festhalten zu können, ein Paradies auf Erden zu schaffen, das sind die totalitären Systeme, vor denen man sich fürchten muss. Das wollte ich zur Einleitung sagen. Vielen Dank, Heinz Fischer, du hast dich wunderbar an die Zeit auch gehalten. Es ist auch immer wieder wichtig, auf die Errungenschaften besonders unserer Demokratie hinzuweisen. Und Sie, viele von Ihnen sind sehr jung und werden es nicht mehr wissen, wie es damals war, wie es keine Demokratie gegeben hat. Und es gilt auch immer wieder darum zu kämpfen. Es wird uns nicht geschenkt und nicht in den Schoß gelegt. Aber jetzt darf ich Herrn Justizminister Brandstätter bitten. Dankeschön. Vielen Dank, sehr geehrter Bundespräsident Magnificent, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was der Bundespräsident schon gesagt hat. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Welt von gestern und der Welt von morgen und die Welt von heute wird halt, so kommt es mir vor, sehr, sehr rasch zur Welt von gestern. Und mir ging gerade der Gedanke durch den Kopf, in nicht allzu ferner Zeit könnte man sich daran erinnern wollen, wer war denn eigentlich Justizminister von 2013 bis, das lasse ich jetzt einmal, also in dieser Legislaturperiode, die es bei 2013 begonnen hat, da wird man sich vielleicht erinnern, ja, war das nicht dieser Waldviertler, der da immer mit den Waldviertler Schuhen aufgetreten ist? Ja, das stimmt selbstverständlich auch heute. Dann wird man vielleicht eines sich merken können, und das wird bleiben. Man wird sicher sagen, was immer man über ihn sagen kann, Mut hat er gehabt. Er hat sich getraut, gleich nach dem Dr. Heinz Fischer aufzutreten. Und also diesen Mut, den habe ich, den müssen Sie mir zugestehen. Und wissen Sie, bin auch wirklich, und diese Gelegenheit möchte ich wahrnehmen, sehr dankbar für das, was ich durch den Bundespräsidenten gelernt habe, auf den Auslandsreisen, auf denen ich begleiten durfte, Russland, China, Südamerika. Und das sind Erfahrungen, die einen prägen. Ich möchte überhaupt generell sagen, wenn es um das Thema europäische Werte, europäische Entwicklung geht,
dann mache ich die Erfahrung, vor allem im Gespräch mit jungen Menschen, es sind so viele junge Menschen heute da, dass die Jugend und die jüngere Generation eines verstehen muss, nämlich dass für uns ältere Generation die europäische Entwicklung ein emotionales Thema ist, ein hochemotionales Thema. Das ist nicht nur ein rationales Thema. Ich verstehe auch, dass für unseren Außenminister die Frage der Reform der Europäischen Union ein rein rationales Thema ist. Für uns Ältere ist es das nicht. Für mich gibt es keine Veranstaltung mit dem Thema Europäische Union im weitesten Sinn, ohne dass ich mit einer passenden Krawatte komme. Das ist die EU-Krawatte, meine, ja, blau-gelb. Steht also diesmal für EU, nicht für Niederösterreich, was auch nicht schlecht wäre, aber das soll signalisieren eine gewisse emotionale Verbundenheit. Und die Werteordnung, die eigene, die man entwickelt, die entsteht durch Erfahrungen. Und ich möchte daher nur mal zu Beginn einige Erfahrungen Ihnen mitteilen, die ich gemacht habe mit der Thematik Europa. Ich beginne im Jahr 1968, es muss Juli gewesen sein, da waren wir als ganz junge Burschen damals fischen in Hadeck an der Theia. Ich habe das Pech gehabt, dass wir an einem sehr heißen Tag, wir waren also Badekleidung da in der Theia drin, auf österreichischer Seite noch, aber beim Auswerfen hat sich mein Blinker verfangen auf der gegenüberliegenden Seite auf tschechischem Staatsgebiet im Gestrüpp. Ich wollte meinen Blinker nicht einfach opfern und bin hinüber, um meinen Blinker zu holen. Und kaum war ich dort, sah ich plötzlich zwei Uniformierte mit Kalaschnikows, wie ich später erfahren habe, im Anschlag, die mir eindeutig die Grenzen meiner Aktivitäten markiert haben. Ich habe aber einfach weiter meinen Blinker aus dem Gestrüpp herausgeholt und bin wieder zurück auf Österreich. Es ist nichts passiert, aber die Szenerie und das, was ich dabei empfunden habe, das war eine der Erfahrungen, die sich eingeprägt haben. Kurz darauf kam der August 1968 und alles das, was damit verbunden war. Und da hatte ich wieder so ein Erlebnis, das mich geprägt hat. Ich bin aufgewachsen, ca. 30 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Und da war plötzlich vor unserem Haus, vor meinem Elternhaus, ein österreichischer Panzer. Da gab es die Phase, als man die österreichischen Truppen sozusagen zurückgezogen hat auf eine Linie 30 Kilometer hinter der Grenze. Und so war zufällig vor meinem Elternhaus ein Panzer. Und ich werde nie vergessen, die Angst und die Nervosität unserer Soldaten damals. Das hat man mitbekommen, auch als junger Bursche. Und das hat mich auch geprägt. Natürlich hat sich dann etwas entwickelt, was ich als eine extrem kritische Einstellung gegenüber allem, was kommunistisch war, qualifizieren würde. Ich erinnere mich noch an einen Schulaufsatz, der hatte als Thema, dass man selbst ergänzen musste, die Frage oder die Textierung, es ist meine Pflicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wir mussten das ergänzen als Schüler. Und ich habe ergänzt mit, es ist meine Pflicht, gegen den Kommunismus zu kämpfen, als Halbwüchsiger. Ja. Aber das hat sich irgendwie verfestigt. Und in weiterer Folge hat sich das durchaus verstärkt. Wir waren dann auf Matura-Reise nach Griechenland mit der Eisenbahn unterwegs. In Belgrad gab es einen kurzen Aufenthalt. Das war 1976. Und wir haben nur einfach, ich habe das Bahnhofsgebäude in Belgrad fotografiert, weil da waren gerade zwei Tauben da oben und das hat mir irgendwie gefallen. Sofort kam ein Ordnungshüter, um mir klarzumachen, es ist völlig unzulässig, hier den Bahnhof zu fotografieren. Es könnte ja Spionagetätigkeit sein. Und wenn ich nicht sofort aufgehört hätte damit, dann hätte ich meine Kamera riskiert. Und dann in weiterer Folge während des Studiums erinnere ich mich an einen Besuch in Budapest und an die Schikanen, denen wir ausgesetzt waren, als Studentengruppe. 2 Stunden nur wegen der Anmeldung, damit wir eben auch wirklich dort diese 3-4 Tage verbringen konnten. Ja, und dann ging es weiter. Dann gab es ein Erlebnis, das mich auch sehr stark geprägt hat. Das muss 1984 gewesen sein. Das war ein denkwürdiges Jahr. Nicht nur wegen George Orwell, sondern 1984 wurde die Waldspitzel-Akademie gegründet. Aber das, was sich da auch ereignet hat, das hat sich tief in mir eingeprägt. Da habe ich damals einen Anruf bekommen von einem Freund und Assistentenkollegen, früheren Assistentenkollegen, der an der Bezirkshauptmannschaft in Gmünd tätig war und der wirklich völlig fertig war und auch einfach über eine Stunde mit telefoniert hat, weil er als Sachbearbeiter mit einem Fall konfrontiert war, der ihn sehr, sehr stark belastet hat. Nämlich, das war der Fall,
der darin bestand, dass tschechoslowakische Grenzsoldaten einen Flüchtling auf österreichischem Gebiet von hinten erschossen haben. Und mein Freund hatte die Ermittlungen zu führen für die Bezirkshauptmannschaft in Gmünd. Und wir haben unsere Empörung geteilt und haben das nie vergessen. Dieser Freund, der hieß Michael Spindlecker, ist bis heute mein Freund. Das sind Erlebnisse, die prägen sich ein. Und da gab es ein Erlebnis, das hat sich hier ereignet, in diesem Raum, glaube ich, war das, Sitzung des Akademischen Senats. Da ging es darum, dass in den späteren 80er Jahren der damalige Rektor den Plan hatte, ein Freundschaftsabkommen der Universität Wien mit der Universität Prag zu schließen. Und wir als Assistenten vertreten, ich gebe es ja zu, wir waren natürlich aufmüpfig, ja, das stand uns auch zu aufgrund unserer Jugend, und wir wollten das nicht. Wir haben gemeint, das geht nicht, also mit diesem Regime wollen wir nichts zu tun haben. Nein, wir sind dagegen. Wir wurden überstimmt, der Bundespräsident weiß warum, das war damals so. Die Professoren haben uns überstimmt, die Studenten und die Assistenten blieben in der Minderheit. Wir haben davor gewarnt und gemeint, nein, das wollen wir nicht. In der nächsten Sitzung des Akademischen Senats hat der damalige Rektor berichtet über die Fortschritte des Freundschaftsabkommens und hat berichten müssen, dass das Abkommen gescheitert ist daran, dass die österreichische Delegation unter Führung des damaligen Rektors nicht ins Land gelassen wurde. An der Grenze hat man ihnen erklärt, es gibt ein Mitglied der Delegation, das darf nicht in die Tschechoslowakische Republik einreisen. Das war der damalige Vizerektor Plaschka, der als Historiker viele Publikationen verfasst hatte, die aus tschechoslowakischer Sicht als kritisch betrachtet wurden. Und der damalige Rektor hat erklärt, entweder wir können alle in das Land oder keiner, dann ist das Abkommen geplatzt. Und Sie können sich vorstellen, die Befriedigung der Assistenten und auch von mir und der Studenten, als dann eben erklärt werden musste, das Abkommen ist geplatzt. Und dann kam endlich die Erlösung, die Grenzöffnung. War am Anfang auch nicht so einfach. Wir sind damals mit einer Delegation der Uni Wien mit dem Schiff nach Bratislava gefahren, mit einer großen Bücherspende. Wir wollten einfach hier den jungen Kolleginnen und Kollegen dort auch mit Literatur aushelfen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Grenzsoldaten in Bratislava, die haben unsere Bücher beschlagnahmt. Wir konnten sie nicht ins Land bringen. Aber immerhin, die Kollegen konnten wir treffen. Und dann ging es weiter. Stetiger Fortschritt, auch nicht sofort von einem Tag am anderen. Und jetzt wird schon positiver, die Erfahrung. Im Jahr 91 hatte ich die Gelegenheit, in Brünn an der Uni eine Vorlesungsserie zu halten zum Thema Europäische Menschenrechtskonvention. Das war damals für die Tschechoslowaken, waren es damals ja noch sehr interessant. Und damals haben wir am Ende dieser Vorlesung über die Europäische Menschenrechtskonvention eine schriftliche Arbeit den Studenten aufgegeben, so einen Text. Und diesen Text, den mussten sie bearbeiten und sie mussten analysieren, welche Menschenrechtsverletzungen in diesem Text enthalten waren und welche Artikel der MRK dadurch jeweils verletzt wurden. Und das haben sie gemacht und am Ende haben sie mich gefragt, was das für ein Text ist. Und ich habe ihnen dann sagen können, ja, diesen Text, den werden manche vielleicht sogar gekannt haben, das ist ein Auszug aus den Tagebüchern von Václav Havel aus dem Gefängnis und das war gerade knapp nachdem Václav Havel zum Präsident gewählt worden ist. Das heißt, da habe ich schon gemerkt, das war eine Erfahrung für die Studenten, die nicht vergessen werden. Ich habe es auch nicht vergessen. Und erst vor 2 Wochen haben wir, es wird immer positiver, keine Sorge, ein Gericht besuchen können in Hollabrunn, gemeinsam mit den Richterkollegen aus Znaim. Das heißt, die Richter des Gerichts in Znaim und die von Hollabrunn haben sich getroffen, ich war dabei. Und einer der Richter aus Znaim hat mir gesagt, er erinnert sich daran, dass im Jahr 91 er in einer Vorlesung war an der Uni in Brünn, wo ich eben diese Vorlesung gehabt habe. Das war natürlich eine wunderschöne Fügung eigentlich für mich und man sieht, so soll eigentlich Europa sein. Und ich habe vor einem Jahr gemeinsam mit meinem slowenischen Amtskollegen das zweisprachige Bezirksgericht in Bleiburg besuchen dürfen. Und auch da hatten wir das Gefühl, ja, das ist Europa. So soll es sein. Und das möchte ich Ihnen nur sagen, damit Sie verstehen, für uns ist das viel Emotion. Wirklich. Das ist nicht nur eine rationale Sache. Und genau deshalb, weil wir Emotionen damit verbinden, ist es für uns so wichtig, dass dieses großartige Projekt nicht Schaden leidet, dass es sozusagen reformiert oder, wenn Sie so wollen, gerettet wird. Und auch wenn wir vieles von dieser Aufbruchstimmung, von dieser grenzenlosen Sympathie für ein größeres Europa und von diesem unglaublichen Optimismus jetzt nicht mehr spüren,
Eines müssen wir uns immer vor Augen halten. Denken wir doch 30 Jahre zurück. Wenn wir 30 Jahre zurückdenken, dann glaube ich, behaupten zu können, wir wären vor 30 Jahren mit dem, was wir jetzt haben, bei aller Schwierigkeit, bei aller Enttäuschung, durchaus ganz zufrieden gewesen. Das darf man nie vergessen und das ist ein wichtiger Beweis für das, was der Bundespräsident schon gesagt hat, für den Zusammenhang zwischen der Welt von gestern und der Welt von heute und der Welt von morgen. Daher ist für jeden, der sich dieser großartigen europäischen Idee verbunden fühlt, und das ist für unsere Generation überhaupt eine Selbstverständlichkeit, für den ist es auch wichtig, dass man jetzt alles tut, um dieses großartige Projekt nicht zu gefährden. Und vor allem auch die Werte, die es verkörpert, nicht zu gefährden. Europas Werte dürfen nicht von Nationalisten totgeprügelt werden, hat gestern der Kommissionspräsident gesagt. Ja, das ist richtig. Eigentlich ist doch klar, Europas Werte sind unsere Zukunft. Und jetzt müssen wir sie verteidigen. Verteidigen gegen Gefährdungen. Ja, die gibt es. Es ist eigentlich, und das sage ich jetzt auch aus meiner Sicht, durchaus auch mein Ressort betreffend, es ist bedrückend, was wir an Einschränkungen auch der Pressefreiheit erleben und auch an Einschränkungen sonstiger grundrechtlicher Freiheiten. Wir werden auch heuer wieder den Tag des Rechts diesem Thema widmen und speziell den Fokus auf die Vorgänge in der Türkei richten, wo wir Kontakt haben mit dortigen Richtern oder auch früheren Richtern, die mittlerweile abgesetzt wurden. Ja, das sind große Gefahren für Gesamteuropa, die sich hier ergeben. Und der Herr Bundespräsident hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Demokratiemüdigkeit gibt. Ja, die gibt es. Mir wird immer mehr bewusst, je mehr ich populistischen Reden zuhöre oder zuhören muss, berufsbedingt, dass eigentlich immer klarer wird, das Wichtigste ist die Bildung. Die Bildungspolitik ist viel wichtiger, als ich vielleicht ursprünglich gedacht habe. Denn Demokratie setzt, wenn sie funktionieren soll, einen mündigen Bürger voraus. Und da braucht es einfach Bildung. Das zeigt sich immer deutlicher. Und daher glaube ich, dass wir in diesem Bereich alles tun müssen, um vor allem die Jugend, die natürlich diese emotionalen Erfahrungen nicht haben kann, die wir haben, einfach davor zu wappnen, den falschen Propheten zu folgen. Und ich glaube auch wirklich sagen zu müssen, dass gerade in der letzten Zeit sich vieles auch an Entwicklungen ergeben hat, vor denen schon der Bundespräsident gewarnt hat. Ich muss schon sagen, mit historischer Perspektive betrachtet, in meinem Alter hat man die leicht, ja, die historische Perspektive. Ich frage mich manchmal, woher kommt dieser Hass in der Gesellschaft, mit dem wir konfrontiert sind? Bekämpfung der Hasskriminalität ist eine meiner wichtigsten Aufgaben jetzt. Ja, wir tun es auch mit allem, was wir können. Woher kommt dieser Hass? Ist er noch immer da oder schon wieder? Was wäre schlimmer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier wirklich alles tun müssen, um dem entgegenzuwirken. Letztlich mit einer Bildungsoffensive. Und was die Europäische Union betrifft, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass gerade wir Österreicher, gerade auch mein Ressort in den letzten Jahren sehr, sehr viel unternehmen, um die Justizsysteme anderer europäischer Länder zu unterstützen, in ihrem Bemühen, die europäischen Werte auch wirklich zu verankern und auch tatsächlich umzusetzen, in ihren jeweiligen Regelungen. Und das war sehr erfolgreich, ist sehr erfolgreich. In Albanien jetzt wieder. In Griechenland haben wir ein Projekt laufen, um die Justiz dort zu unterstützen. Wir waren in insgesamt 15 europäischen Ländern tätig als Justiz. Und ich habe auch von Anfang an klar gemacht, jeder aus der Justiz, der sich hier beteiligt, der wird für das weitere Fortkommen einen Vorteil haben, weil das etwas ist, was man honorieren muss, dieses Engagement. Und wir kommen dort auch überall gut an, vielleicht auch aufgrund unserer österreichischen Mentalität etwas leichter als andere Europäer. Aber Tatsache ist, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und das ist auch etwas, was letztlich in die Zukunft weist. Und das müssen wir auch und werden wir auch verstärken. Und da kann ich nur sagen, ich komme schon zum Schluss, eigentlich fällt mir dieses Bild von Gorbatschow ein, vom gemeinsamen Haus Europa. Das war so eine große Hoffnung für uns, muss man schon sagen. Und dieses gemeinsame Haus Europa, das war doch damals auch etwas größer gedacht, als es jetzt geworden ist. Und es droht kleiner zu werden. Das ist bitter, das tut weh. Aber
Man darf nicht die Augen davor verschließen, dass hier Fehler passiert sind. Fehler, die man einfach bereinigen muss. Dinge, die man in Ordnung bringen muss, die man reformieren muss. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Mieter in einem großen gemeinsamen Haus Europa, egal in welcher Etage, und es kommt zu Ihnen der Hausverwalter und Sie sagen dem Hausverwalter, lieber Hausverwalter, das Dach ist undicht, es regnet rein überall. Der Hausverwalter sagt zu Ihnen, ja, das mag schon sein, aber zuallererst, und das ist das Wichtigste, du darfst nur eine bestimmte Art von Glühbirnen verwenden. Das ist jetzt einmal das, was zählt. Dann werden Sie mit Recht sagen, die Prioritäten stimmen nicht. Ja, das ist passiert. Die Prioritäten, insbesondere in der Logistik der EU, die haben nicht gestimmt. Das muss man in Ordnung bringen. Das ist absolut nicht wirklich im Sinne der Menschen gewesen. Und das muss man sehen. Aber das kann man reformieren und das muss man reformieren. Und ich möchte jetzt eigentlich abschließen mit dem Bild des Herrn Bundespräsidenten. Ja, das blau-gelbe Auto ist in der Jahre gekommen. Es hat 160.000 Kilometer am Tacho. Da waren auch, man muss es zugeben, viele leere Kilometer dabei. Jawohl. Aber ich glaube, wir können es schaffen, dass wir jetzt noch einen Turbo einbauen. Das müssen wir machen und dann müssen wir Vollgas geben. Und dann ist die Chance da, dass wir die gesamte Struktur wieder ins Reine bringen. Und dann gibt es auch wieder Zukunft und dann sind auch Europas Werte wieder unsere Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Justizminister. Ihre hübsche und persönliche Geschichte auch am Anfang zeigte uns oder insinuiert, dass es immer aufwärts geht. Aber Sie haben aber dann auch am Schluss gesagt, dass es auch Gefährdungen gibt. Und ich würde es ganz gern auch darüber diskutieren, welche europäischen Werte gibt es denn zu verteidigen? Wo lohnt es sich denn zu kämpfen? Und da möchte ich gern ein Wort von unserem Bundespräsidenten aufgreifen. Er hat vom Ende der Geschichte gesprochen. Und das ist wirklich interessant, wie oft man schon gedacht hat, dass man die Werte, die man eigentlich erzielen wollte, erreicht hat. Wie Sie wissen, hat schon Hegel damals geschrieben, nach dem Sieg von Napoleon um 1800, dass die bürgerlichen Werte erreicht worden sind nach dem Code Napoleon. Und dass es jetzt das Ende der Geschichte gekommen ist. Und dieses Wort von Hegel hat dann Fukuyama aufgegriffen und in seinem Buch hat er gemeint, das Ende, und das war nach 1989, wie Sie wissen, und er hat deshalb das Ende der Geschichte wiederholt, indem er gesagt hat, also der Kapitalismus hat über den Kommunismus gesiegt, das heißt, es haben auch unsere liberalen Werte gesiegt. Ja? Aber diese Werte sind jetzt nicht, noch einmal, nicht selbstverständlich da. Man muss für sie kämpfen. Wenn ich jetzt im Standard war letzte Woche ein Aufmacher, dass 88% der Flüchtlinge, die man gefragt hat, und die haben gesagt, dass die Religion über der Verfassung steht in ihrem Glauben. Da muss man natürlich sagen, sie sind so erzogen worden und da gibt es eben die Trennung zwischen Staat und Religion nicht. Bei uns ist es auch nicht ganz, aber immerhin, ja. Es fehlt nur ganz wenig, dass es die wirkliche Trennung zwischen Staat und Religion gibt. Und meine erste Frage ist, lohnt es sich dafür zu kämpfen, Herr Bundespräsident, dass wir wirklich diese Trennung zwischen Staat und Religion einhalten? Weil wir jetzt eben durch Gefährdungen von anderen Leuten, die Religion über die Verfassung stellen, doch unsere Werte uns bewusst werden müssen, dass das uns wichtig ist, weil das war ja auch nicht von Anfang an. Das war ein unglaublich langer Kampf, wo uns Willkür geherrscht hat und viele über uns geherrscht haben, nämlich sowohl die staatlichen Autoritäten und später dann auch die Religion. Ja, das wäre meine erste Frage an Sie beide. Also ich sehe das folgendermaßen. Ich stelle gegenüber nicht Staat und Religion, sondern Staat und Kirche. Denn der Staat ist eine Institution und die Kirche ist eine Institution. Und die Kirche ist Trägerin einer bestimmten Philosophie, einer Weltanschauung, einer Religion. In Europa, seit hunderten Jahren,
hat es das engste Verhältnis zwischen Staat und Kirche und zeitweise eigentlich eine Identität zwischen Staat und Kirche gegeben. Und näher, gut. Und ich habe jetzt geglaubt, Staat und Kirche sind näher, aber es geht ums Mikrofon. Was ich mich aus dem Kirchenrecht erinnern kann, hat Papst Bonifaz der VIII. Im Jahr 1302 die Bulle erlassen, Unam Sanctam, in der er diese Zwei-Schwerter-Theorie entwickelt hat. Gott hat der Menschheit, nämlich dem Papst, zwei Schwerter gegeben als Symbole der Macht, und eines davon behält sich der Papst, weil er Träger von Macht ist, und das zweite Schwert gibt er an den Kaiser weiter. Und somit haben Papst und Kaiser sind die höchsten Autoritäten, aber der Papst hat dem Kaiser die Autorität verliehen und nicht umgekehrt, und auch Gott hat nicht beiden je ein Schwert gegeben, sondern beide Schwerter dem Papst. Von da ist dann ein weiter Weg zurückgelegt worden bis zu dem Gedanken der weitgehenden Trennung von Staat und Kirche, wobei wir in Österreich aber eigentlich einen pragmatischen Weg gegangen sind und gesagt haben, Staat und Kirche sollen grundsätzlich getrennt sein, aber es ist ihnen unbenommen, das, was sie gemeinsam regeln wollen oder dort, wo sie Vereinbarungen treffen wollen, solche zu treffen. Und die Rechtsform, in der Staat und Kirche Vereinbarungen treffen, nennt man Konkordat. Und über ein solches Konkordat ist im 19. Jahrhundert und noch früher verhandelt worden. Und dann ist auch in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts über ein Konkordat verhandelt worden. Und das war sehr umstritten und ist erst abgeschlossen worden zum Zeitpunkt, wo Österreich keine Demokratie mehr war und wo der Parlamentarismus nicht mehr existiert hat. Daher war nach 1945 die Frage, soll man dieses Konkordat weiter in Kraft lassen oder nicht? Das ist circa 15 Jahre lang unentschieden geblieben, umstritten geblieben. Und dann ist eine Konstellation eingetreten, wo das Verhältnis zwischen, und jetzt nenne ich wieder nicht Institutionen, sondern Philosophien, zwischen Sozialdemokratie und Religion sich so weit entkrampft hat, dass man dieses Konkordat in den 60er Jahren bekräftigt hat. Und ich glaube, wir haben dabei eine gute Lösung gefunden. Weil die Tatsache, dass über alle Regierungen der letzten Jahrzehnte hinweg in der Großen Koalition, in der ÖVP Alleinregierung, in der SPÖ Minderheitsregierung, in der SPÖ Alleinregierung, in der SPÖ FPÖ Regierung, in der ÖVP FPÖ Regierung und wieder in der Koalition über alles Mögliche gestritten wurde, aber nicht über das Konkordat, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und ich glaube, dass das vernünftig ist. Wir sind für Trennung von Staat und Kirche, steht auch in unserer Rechtsordnung, aber es gibt Bereiche von gemeinsamem Interesse in der Schulfrage und in der Frage der Theologenausbildung und in der Frage der Lehrerfinanzierung. Und dort sind Vereinbarungen getroffen worden zwischen Staat und Kirche. Und das funktioniert, und zu diesem Status bekenne ich mich. Vielen Dank. Das war eine sehr gute Antwort. Es fehlt nur etwas, weil es gibt jetzt viele andere Religionen, nicht nur die Kirche. Früher waren, 98%, jedenfalls auf dem Papier, römisch-katholisch oder protestantisch. Ja, da war es noch anders. Aber jetzt ist das ja nicht mehr der Fall. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir nicht doch strenger mit der Trennung von Staat und Religion umgehen, damit dann nicht die Religion bestimmt über der Verfassung, was ein Staat zu tun hat. Das war jetzt meine Frage, weil wir haben jetzt noch andere Religionen, ob da nicht das doch strenger... Ja, aber wir haben auch ein Protestantengesetz, wir haben ein Islamgesetz, und zwar schon seit 1912,
Und wir haben Rechtsregeln für viele Gebiete. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass die Religion, ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass die Religion den Staat irgendwie dominiert, sondern wir haben Religionsfreiheit, wir haben definiert, welche Religionsgemeinschaften wir als gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften anerkennen. Die gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften verpflichten sich, die österreichische Verfassung zu respektieren. Und es sind, glaube ich, jetzt 13 oder 14 gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften, inklusive Buddhismus und Shintoismus und was es da alles gibt. Ich könnte sie nicht alle aufzählen. Und ich sage noch einmal, ich sehe das Problem nicht, dass man über Kopftücher streiten kann oder über Bekleidungsvorschriften. Ich bin da für relativ liberale Positionen. Ich würde nicht für ein Kopftuchverbot plädieren. Ich anerkenne, dass natürlich ein Arzt, der Operation macht oder was, auch bestimmte berufsbedingte Bekleidungsvorschriften respektieren muss. Aber sonst, wenn ich in einer Schule bin oder in einer Vorlesung und Studentinnen tragen ein Kopftuch, mich stört es nicht. Und ich hoffe, dass unser Gesetzgeber in seinen Entscheidungen, wenn es Sicherheitsüberlegungen auf der einen Seite gibt, auch Überlegungen der Wahlfreiheit und der Willensfreiheit und der Meinungsfreiheit und der Bekleidungsfreiheit auch anerkennt. Hoffentlich, bis jetzt haben wir, glaube ich, keine groben Fehler gemacht auf diesem Gebiet. Hoffentlich bleibt es dabei. Vielen Dank. Ja, es geht natürlich darum, dass wir Religionsfreiheit weiter auch propagieren, hoffentlich. Herr Justizminister, ist das ein wichtiger europäischer Wert, dass eben die Verfassung und der Staat und die staatlichen Gesetze über der Religion stehen? Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, Heinz Fischer locuta causa finita, aber das wäre zu einfach. Ich glaube, dass es schon gut so ist, dass wir letztlich die gesamte Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang haben in Österreich. Wir sind eines der wenigen Länder, wo das der Fall ist, und damit ist auch die Freiheit Religionsausübung verfassungsrechtlich bei uns eigentlich doppelt abgesichert, auch durch die MRK seit 1964. Und das bedeutet Freiheit der Religionsausübung einerseits und natürlich auch die Freiheit, eben keine Religion auszuüben und sich eben in diesem Punkt nicht in irgendeiner Form religiös fühlen zu können, ohne dass man jetzt dadurch irgendwelche Nachteile hat. Das ist letztlich das Wesen auch einer pluralistischen, offenen Gesellschaft. Ich habe nur den Eindruck, dass gerade in den letzten Monaten immer wieder versucht wird, hier eine eigentlich unnötige Polarisierung in die Gesellschaft hineinzutragen. Ich kann das nur bestätigen, was der Herr Busfeld schon gesagt hat. Wir sind gut gefahren mit den Regelungen, die wir haben. Und ich merke auch in meinem Bereich, dass es da immer wieder Kräfte gibt, die unbedingt bestimmte Verbotsnormen auch für den Bereich der Justiz haben oder erzwingen wollen, die ich nicht für nötig halte. Es gibt einen bestimmten Bereich spezifisch hoheitlicher staatlicher Tätigkeit, wo es wichtig ist, dass die Amtsorgane nach außen neutral auftreten und diese Neutralität auch in jeder Richtung deutlich zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir klare Vorschriften, die etwa besagen, dass Richter und Staatsanwälte mit Talar und Barett aufzutreten haben. Das ist eine klare Gebotsnorm. Jetzt gibt es Leute, die sagen mir, das ist zu wenig, ich muss eine Verbotsnorm machen, die des Inhalts ist, es ist verboten, Kopftücher zu tragen im Bereich der US-Verwaltung. Es ist verboten, eine Kippa zu tragen. Es ist dies und jenes verboten. Erstens glaube ich das nicht, dass es wirklich notwendig wäre, denn wir hatten etwa auch, und ich will das jetzt nicht vergleichen von der Wertigkeit her, aber juristisch kann man es vergleichen. Wir haben auch schon den Fall gehabt, dass an einem extrem heißen Tag ein Justizwachebediensteter die Gebotsnorm, Uniform tragen zu müssen, verletzt hat und in der Badehose dahergekommen ist. Und keiner ist damals auf die Idee gekommen, zu sagen, wir müssen jetzt eine eigene Verbotsnorm machen des Inhalts. Justizwachebedienstete dürfen keine Badehosen tragen im Dienst. Das ist ja selbstverständlich. Ja. Aber ich glaube, und da bin ich schon jetzt sehr, sehr wachsam geworden, letztlich ist es Aufgabe des Rechts und der Rechtsordnung,
Frieden zu stiften. Frieden nach innen und nach außen. Und daher will ich nicht unnötige Polarisierungen in die Justiz hineingetragen haben, wo es gar nicht wirklich irgendwelche Auseinandersetzungen gibt. Das ist völlig klar. Da gibt es klare Regeln für diesen Bereich, wo es welche geben muss. Und darüber hinaus gilt im Zweifel für die Freiheit. Na, selbstverständlich. Und damit sind wir bisher gut gefahren. Und ich habe auch bisher allen, die jetzt gemeint haben, man müsse hier unbedingt weitere Regelungen haben, weitergehende Regelungen, eine Absage erteilen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Und alles, was unnötig polarisiert, schadet dem Rechtsfrieden. Und daher bin ich dagegen. Wir haben ja hier schon am Podium über europäische Werte, die es zu verteidigen gilt, und besonders auch unser Bundespräsident hat auch über die Verteidigung der Demokratie gesprochen und auch unser Justizminister, dass es eben da auch Gefährdungen geben kann. Vielleicht darf ich Sie jetzt bitten, Fragen zu stellen. Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Namen sagen. Ich werde Fragen sammeln und dann sagen Sie bitte, an wen Sie die Frage stellen wollen. Bitte auch sehr, keine Diskussionen, sondern Fragen, damit möglichst viele drankommen. Dankeschön. Bitte schon. In der zweiten Reihe. Eine Sekunde, weil Sie kriegen ein Mikrofon. Was wie gemeinsame Werte oder ist nicht seit der Aufklärung diese Frage gelöst? Gerade hier an der Alma Mater hat sich ja in den 20er Jahren ein ganz großer Werturteilsstreit zwischen Empiristen und Positivisten und normativen Gesellschaftslehrern abgespielt, der entschieden wurde zugunsten eigentlich der Positivisten, die eben deutlich machen, dass jedes Individuum auf seine eigene Art glücklich werden kann. Mit Recht hat Herr Brandstätter gesagt, es kommt auf das Recht an. Wir haben Regeln, die sind zu behalten. Die können vielleicht aus Derivate von Werten sein, aber wir haben das Recht zu respektieren und nicht Werte. Europäische Werte als Ganze gibt es nicht. Es ist auch die Demokratie ja kein Wert, sondern das hat uns Schumpeter beigebracht, dass eben die Demokratie eine Art und Weise ist, wie eine Vertretungskörperschaft durch die Konkurrenz der Parteien zusammengesetzt wird. Aber das ist eine reine Technik, aber kein Wert. Man sollte also mit dem Ausdruck Wert sehr vorsichtig sein. Es geht immer um Rechte und nicht um Werte. Danke. Danke. Anschließend an den Vorredner, wenn die Werte mal dann geklärt sind, aber ich wollte sagen, wir sagen das heute hier, was wir hier sagen, und wir sind hier in einem Saal, wo, glaube ich, alle zustimmen, wir sind nicht gestürmt worden. Gleichzeitig hat heute der Kommissar in Brüssel und auch, glaube ich, in Österreich hat man von Lagern gesprochen, die errichtet werden sollen. Und man hat extra dazu gesagt, es werden aber keine Konzentrationslager sein. Gut, wir nehmen das an. Aber es brennt ja bereits, also ich würde sagen, es schmurgelt an allen Ecken und Enden. Wenn man sich Tschechien, wo ich lebe, anschaue, auch in diesem Land, würde ich sagen, rechtspopulistische Meinungen haben weit über ein Drittel. In Österreich, glaube ich, würde ich sagen, sind wir beim Drittel, vielleicht bei einer Hälfte. Ungarn, Slowakei, ich brauche das jetzt nicht aufzählen. Die Frage ist, wie soll man, wie kann man Menschen und Gruppen begegnen, die die Werte schon verlassen haben, und auch durchaus bereit sind, Mittel anzuwenden, die in keinster Weise mit der Rechtsstaatlichkeit und dem Konsens, in dem wir leben, übereinstimmen. Wie würden Sie vorschlagen, dass man dem begegnet? Ich pendle oft in die USA. Was dort passiert, sehen wir jetzt schon. Also wie können wir verhindern, dass es noch einmal passiert? Weil die Ähnlichkeiten, glaube ich, auch geschichtlich braucht man nicht wiederholen. Wir sagen, wir kämpfen für Werte. Wie werden wir für diese Werte tatsächlich kämpfen? Lukas Niefall, generell an das Podium gestellt, die Frage. Wir tun dann manchmal immer so, als ob da jetzt die Aufklärung wäre und wir hätten alle
die Werte übernommen, die da auch verhandelt wurden schlussendlich. Und zwischen der Ersten Republik und der Zweiten Republik, wie wir wissen, war eine Periode, die sehr undemokratisch war. Und wenn man sich dann in Hinsicht der Werte die Debatten des Nationalrats ansieht, Sie haben Gorbach erwähnt, oder auch die NS-Justizfälle, dann muss man doch schon über die Werte auch in Österreich mal nachdenken, weil die waren dann nicht demokratisch oft. Katrin Lankes von der Austria Presseagentur. Anschließend an, was der Herr von vorher gesagt hat, ist Donald Trump und seine Politik, ist das überhaupt eine Gefahr für unsere europäischen Werte oder ticken da die Staaten ganz anders als Europa und wir? Wir können ruhig noch welche nehmen, weil wir einige Statements ohne Fragen hatten. Mein Name ist Christoph Kastner, ich bin Unternehmer, ich habe selbst 830 Mitarbeiter und vertrete auch im Wirtschaftsforum Waldviertel rund 190 Betriebe des Waldviertels, wo rund 9700 Mitarbeiter leben. Und wir beschäftigen uns natürlich ganz stark mit dem Thema der Zukunft, weil wenn sich diese politischen Werte verändern, hat das ganz massive Auswirkungen natürlich auch auf unsere Unternehmen. Und wenn wir jetzt daran denken, Brexit ist beschlossene Sache, die Türkei wird wahrscheinlich bald Diktatur sein oder ähnlich autoritär, wenn Frankreich aus der EU austritt, welche Rolle soll dann Österreich in diesem Europa spielen? Was sind da Ihre Ideen letztendlich dazu? Und ist dann dieses Thema die Europäische Union der zwei Geschwindigkeiten überhaupt noch ein Thema oder wird es zusammenschrumpfen auf ein, auf eine Kern-EU? Die zweite Frage, warum hat eigentlich die Politik die negativen Auswirkungen der Globalisierung eigentlich so lange übersehen? Das diskutieren wir immer wieder. Ist es ein Diktat der Wirtschaft oder ist es Ignoranz? Und das Dritte, wie können wir wieder eine neue Vision für dieses gemeinsame Europa und für dieses Friedensprojekt, das wir so dringend brauchen, und mir geht es da genauso wie dir, Herr Minister, das ist sehr emotional und ich glaube, das müssen wir absolut verteidigen. Danke. Gibt es noch eine Wortmeldung momentan? Mein Name ist Rafat Rafael Ziade, ich war Student in Sowjetunion, ich war Student in Jugoslawien, Österreich meine dritte Station, Kanada auch. Ich habe bemerkt, Herr Präsident, ich habe erlebt verschiedene Werte. Wenn ich bin eine Evolution, das bedeutet, ich ändere mich. Generationenmacht ändern die Werte. Was sagen Sie darüber? Generationeneinfluss in Änderung der Werte. Zum Beispiel die Vater von Europäischer Union, die haben Europa geeinigt. Jetzt, wenn sie kommen von ihrer Gräber, sie würden das nicht glauben. Das bedeutet Macht der Generationen. Ändern sich die Werte. Ist verstanden meine Frage? Ich kann wiederholen? Ich glaube, es wurde genug. Okay, genug. Rechts hinten. Grüß Gott, eine Frage an Sie. Frau Pfisterer, ich wollte nur fragen, wieso Sie Standardartikeln mit falschen Zahlen hier zitieren. Aha. Es sind nämlich nicht 77, sondern 40%. Und es ist nicht die Verfassung, sondern staatliche Richtlinien. Ich habe es richtig abgeschrieben. Tut mir leid. Also ich schaue noch einmal nach. Danke. Vielen Dank. Ja, Heinrich Wohlmeier, ich wollte nur das zitieren, was Wurz hineingeschrieben hat. Die Werte seien Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit. Ich denke, was wir vergessen haben bei der Wertediskussion,
was wir vergessen haben bei der Wertediskussion, ist, dass jede Rechtsordnung durch eine nicht von ihr gestaltbare Moral unterfüttert werden muss. Und wir haben das christlich-abendländische Wertegerüst praktisch weggelegt. Das, was sich jetzt abspielt, hat der junge LaSalle prophezeit. Ich sage es jetzt auf Deutsch. Der Staat ist die große Fiktion, über die hinweg sich jeder bemüht, auf Kosten des anderen zu leben. Das ist das derzeitige ökonomisch tauschende Europa. Und Delors hat daher zu Recht gesagt, wir müssen Europa wieder eine Seele geben. Mein Name ist Dieter Knoflach und ich hätte mal prinzipiell die Frage, was dieses Europa überhaupt sein soll. Soll es die EU sein? Gehört die Schweiz dazu? Gehört Norwegen dazu? Umfasst es auch den westlichen Teil Russlands? Also europäische Kolonialisten, die in vergangenen Jahrhunderten auch im Zuge des Kolonialismus in die USA, nach Indien oder wo auch immer hin ausgewandert sind, die haben europäische Kultur mitgebracht und auch dort teilweise verankert und waren auch dort teilweise prägend. Könnten Sie noch eine Frage formulieren oder war das die erste Frage, ja, was Europa was ist? Soll dieses Europa konkret sein? Wo sind die genauen Grenzen Europas? Geht es hier um einen geografischen Begriff? Geht es um einen kulturellen Begriff? Worum geht es hier? Geht es um einen religiösen Begriff? Was soll das konkret sein, dieser Begriff Europa, der wird oft identifiziert mit EU, wird synonym gebraucht mit EU, oft auch nicht. Was soll das konkret sein? Dankeschön. Mein Name ist Martin Hörmann, Universität Innsbruck. Eine Frage an Herrn Bundespräsidenten. Sie haben vorher die Metapher strapaziert mit dem Auto, das Auto mit vielen Kilometern. Momentan ist die EU der Porsche auf deutscher Autobahn mit im Abschleppseil mit dem französischen Auto. Der Fiat fährt vielleicht nicht mal auf derselben Autobahn und fährt vielleicht auch in die andere Richtung. Jetzt ist die Frage, wie schafft man es, dass die verschiedenen Fahrzeugtypen jetzt wieder auf derselben Straße fahren? Ist die Idee, dass man wieder die gemeinsamen Werte vielleicht reduziert, haben die Leute Angst vor gemeinsamen Werten oder zu viel europäischen Werten? Also soll ein Zurückdrängen der Integration vielleicht dazu führen, dass alle bereit sind, wieder dieselbe Straße zu fahren sozusagen? Oder ist vielleicht ein Mehr an Integration die Lösung für das Problem? Dann darf ich vielleicht noch in der ersten Runde von mir eine Frage dazu hängen. Uns der Waldviertelakademie geht es ja auch immer darum, zu vermitteln, das Gespräch zu fördern. Das ist schon in den Statements auch angesprochen worden. Und es ist gerade das Thema vom Vorredner, das Thema Werte nochmal herausgearbeitet worden. Wo lernen wir Werte? Lernen wir die im Elternhaus? Lernen wir die heute noch im Elternhaus? Gibt es noch das Elternhaus Vater, Mutter? Lernen wir die in der Schule? Ist die Schule nicht überfordert? Ist es Aufgabe der Schule, Werte zu vermitteln? Ist es Erziehung? Ist es Ausbildung? Vermitteln unsere Lehrer Werte? Ist es die Wertevermittlung Aufgabe des Religionsunterrichtes? Ist es die Aufgabe des Ethikunterrichtes? Würde interessieren, wenn wir in die Welt von morgen schauen und die europäischen Werte anschauen, wo wird die Generation, unsere Kinder, wo werden die Werte vermittelt? Wo lernen wir das? Ich glaube, Lernen ist ein ganz wichtiges Thema. Nicht lehren, sondern lernen. Danke. Ja, wir haben jetzt insgesamt, haben sich 10 gemeldet. Wir haben aber viele sogenannte Statements, es sind nicht lauter Fragen. Ich kann jedenfalls, wenn Sie nicht alles mitgeschrieben haben, auch unterstützen, aber ich... Wie gesagt, ich glaube, es wurde an beide gerichtet. Ja. Also, wie die Frau Vorsitzende gerade gesagt hat, das waren 10 Themenkomplexe. Ich habe jetzt auch von 1 bis 10. Und ich werde jetzt versuchen, wir tun jetzt nicht sagen 5 hier und 5 hier, sondern Positionen formulieren. Die letzte Frage, wo lernen wir das?
Da ist gefragt worden, lernen wir das bei A oder bei B oder bei C oder eventuell bei D? Und ich kann nur sagen, bei A und bei B und bei C und bei D, natürlich. Denn natürlich lernt man im Elternhaus Werte, Prägungen. Natürlich spielt die Schule da eine ganz große Rolle. Natürlich spielt auch Religion und Religionsunterricht eine Rolle. Und dann gibt es wahrscheinlich noch 3, 4, 5 Bezugspunkte, wo ein junger Mensch, vielleicht ist jemand bei den Pfadfindern und hat dort starke Impulse für solidarisches Handeln und so weiter. Also das ist kein Entweder-Oder, die eine oder die zweite. Das ist einmal eine Sache, wo mir die Antwort relativ klar ist. Dann gibt es die ganz anders besorgte Frage, ob der amerikanische Präsident Trump eine Gefahr ist. Also sehr sicher fühle ich mich bei ihm nicht. Und die Tatsache, dass der Präsident jetzt noch nicht einmal oder rund ein Monat im Amt ist und zu wichtigen Themen seine Positionen deutlich geändert hat, macht mich auch nicht sicher. Und drittens die Tatsache, dass die Regierung noch immer nicht endgültig steht, aber die ersten derer, die ernannt wurden, schon wieder zurückgetreten sind, macht mich auch nicht sicher. Also ich glaube schon, dass dort in den USA ein Präsident gewählt wurde, der, sagen wir mal, nicht den gleichen Vertrauensvorschuss hat und verdient, wie die meisten anderen bisherigen amerikanischen Präsidenten. Aber ich will auch nicht mit einem riesen Misstrauensvorschuss herumrennen. Immerhin, Amerika war in den letzten Jahrhunderten, im letzten Jahrhundert viel länger Demokratie als Österreich oder Deutschland oder Spanien oder Portugal oder Polen. Und daher respektiere ich die Wahl der Amerikaner, auch wenn wir wissen, dass rein stimmenmäßig die Hillary Clinton mehr Stimmen bekommen hat als Trump. Aber das amerikanische Wahlrecht ist ein solches, dass er von einer Mehrzahl von Wahlmännern gewählt wurde. Dann die Frage, die streiche ich mir jetzt auch durch, ob sich Werte ändern. Da muss man sagen, es haben nicht alle Werte gleiches Gewicht und gleiche Dichte. Ich glaube, es gibt Dinge, die man als Wert bezeichnen kann, wo beträchtliche Änderungen vorkommen. Zum Beispiel der Wert, dass Männer und Frauen gleiche Rechte im Wahlrecht, im Familienrecht, in anderen Bereichen haben müssen. Das war vor 100 Jahren ganz, ganz anders. Da hat sich unsere Wertehaltung verändert. Der Wert, dass das Menschenleben, dass der geborene Mensch, dass der nicht willkürlich getötet werden darf, das, glaube ich, ist schon Jahrtausende ein Wert. Also es gibt Werte, die wirklich zum Fundament des menschlichen Zusammenlebens gehören und die man auch über Jahrhunderte nicht aus der Welt geschaffen hat und nicht kann. Und es gibt andere Einstellungen, die man vielleicht auch als Werte bezeichnet, aber die dann sehr wohl einer gesellschaftlichen Änderung unterzieht. Dann die Frage, was gehört eigentlich zu Europa? Was ist eigentlich die EU? Gibt es da objektive Kriterien? Meine Antwort lautet, die gibt es nicht. Weil es ist ja nicht so, dass man sagen kann, alle Staaten, die auf dem europäischen Kontinent sind, müssen EU-Mitglieder sein. Jetzt müssen wir nur mehr die Grenzen ziehen, ob man die Grenze, wie man das mit der Türkei und wie man das mit Russland und so weiter betrachten. Die Europäische Union ist ein Willensakt von Menschen, die das
Zusammenarbeiten, das friedliche Zusammenleben in Europa für wichtig halten. Und daher haben sie ein Gerüst entwickelt, wie das funktionieren kann. Und das waren die Römer Verträge vor 50 Jahren und 60 Jahren. Und das hat begonnen mit 6 Staaten, die da dabei waren. Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und dann sind 3 andere dazugekommen. Und das ist von 6 auf 9 gewachsen. Und dann sind noch einmal 3 andere dazugekommen auf 12. Und dann sind noch einmal 3 dazugekommen auf 15. Und da waren 4, die Verhandlungen positiv abgeschlossen hat. Aber in Norwegen ist die Volksabstimmung gegen die EU-Mitgliedschaft ausgegangen. Daraufhin waren die Norweger nicht EU-Mitglied. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen Norwegen nicht zur EU gehört, sondern es ist die freie Entscheidung jedes einzelnen in Frage kommenden Staates, ob er Verhandlungen mit der EU führen will. Und wenn diese Verhandlungen erfolgreich sind und der Ratifikationsprozess positiv ausgeht, dann ist dieses Land EU-Mitglied. Und die letzte Rate war dann der große Sprung, 10 Mitglieder von 15 auf 25, plus 2 weitere, Bulgarien, Rumänien auf 27, plus Kroatien und jetzt vielleicht minus Großbritannien. Das sind die 27. Und das Beispiel Türkei ist ja unheimlich interessant, weil die Türkei ist ein Land, das im Europarat vertreten ist, aber nicht Mitglied der EU ist. Und von dem man sagt, es liegt zum Teil in Europa und zum Teil in Asien. Und die Türkei wollte der EU beitreten, aber die EU wollte nicht. Und es gibt auch keinen Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft, sondern es gibt einen Recht, es gibt Verhandlungen. Und dieser Verhandlungsprozess ist aufgenommen und stecken geblieben. Das heißt, Europa ist ein geografischer Prozess oder ein geografischer Begriff. Die EU ist ein mit Geografie zusammenhängender, aber vor allem auch politischer und ökonomischer Begriff und ein Begriff, der auch politische Willensentscheidungen und in manchen Fällen auch Volksabstimmungen positiver Natur voraussetzt. So, das waren, glaube ich, die Hälfte der Fragen und das andere lasse ich dir. Ich wollte nur dazu sagen, das war jetzt sehr gut erklärt auch und ich glaube auch die Frage von Herrn Dieter Krommer, glaube ich, war sehr gut, weil wir reden immer von europäischen Werten, aber was meinen wir dann, wenn wir von Europa sprechen? Und insofern ist es ganz gut, wenn wir das immer dazu sagen, das ist völlig richtig. Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen, Herr Schanaff. Ich werde auf einige Fragen natürlich sehr gerne eingehen. Und ich denke, für mich als Juristen war es nie ein Problem anzuerkennen, dass es eine Divergenz geben kann zwischen einer staatlichen Ordnung, zwischen einer Rechtsordnung und Grundwerten, Grundfreiheiten. Und wenn das auseinanderfällt, dann habe ich auch kein Problem, von einem Unrechtsstaat zu sprechen. Wir tun das natürlich mit aller Berechtigung hinsichtlich des NS-Regimes, na selbstverständlich. So gesehen gibt es selbstverständlich Werte, zu denen sich Europa bekannt hat und bekennt. Und genau diese Werte sind rechtsstaatlich, soweit es nur möglich ist, abgesichert durch die Europäische Menschenrechtskonvention und diese in Verfassungsrang. Das ist genau das, was man tun kann und tun muss, um diese Werte juristisch bestmöglich abzusichern. Das ist das rechtsstaatliche System und insofern ist die Rechtsstaatlichkeit ein ganz wesentlicher Wert Europas und den gilt es auch zu verteidigen in Verbindung mit den Grundrechten und Grundfreiheiten, die dazugehören. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, auch Religionsfreiheit. Ich habe kein Problem damit zu sagen, wenn ein Richter willkürlich abgesetzt wird in einem Land, dann ist das Unrecht und mag es auch formal in irgendein juristisches Gewand gekleidet sein, aber wenn das so ist, dann ist er der Unrechtsstaat. Ja, wir haben hier Werte, zu denen wir uns bekennen, zu denen wir stehen. Es ist nur die Frage, wie weit es gelingt, auch wirklich diese Rechte jeweils umzusetzen. Es gelingt nicht immer, ja, ist schon richtig, aber dafür haben wir eben das rechtsstaatliche System. Es ist auch nicht jede Entscheidung der Justiz erster Instanz richtig, sonst würden wir kein Rechtsmittelverfahren brauchen. Ich kann auch nicht behaupten, dass alle Entscheidungen letzter Instanz richtig sind. Nein, aber das ist das beste System, um
am sichersten zu erreichen, dass die Grundwerte letztlich zum Durchbruch kommen. Und ich habe den Eindruck, wenn man so die Diskussion verfolgt, und jetzt komme ich eigentlich auf die zentrale Frage, die zumindest hier immer wieder auch mitschwingt. Ich habe den Eindruck, dass es eine sehr, sehr starke Empfindung der Bevölkerung gibt, die ich vielleicht so beschreiben möchte. Ich hatte vor einigen Wochen Gelegenheit, den neu gewählten amerikanischen Präsidenten, der nach amerikanischem Recht demokratisch legitimiert ist, das Problem der Divergenz zwischen Stimmenmehrheit und formell korrekter Wahl, das hatten wir, glaube ich, auch schon früher bei Al Gore, wenn ich mich recht erinnere, aber ich habe eine Rede von ihm hören können. Und die Rede bestand, hat damit begonnen, dass er Bezug nehmend auf aktuelle Meldungen in der Presse sofort gemeint hat, also Fox, das war die Anrede, also Fox, don't worry, ich habe da einen Disput gehabt mit dem australischen Premierminister am Telefon, ja, ich habe ihm den Hörer aufgehängt, aber das aus gutem Grund. Es gibt Situationen, hat er gesagt, da muss man eine klare Sprache sprechen und ich lasse nicht zu. Und jetzt kommt der Punkt, dass alle Staaten der Welt immer nur uns als die Vereinigten Staaten von Amerika ausnutzen wollen, zu ihrem Vorteil. Das kann ich nicht akzeptieren. Und da gab es großen Zuspruch. Und ich habe das Gefühl, dass auch in Österreich, gerade in den letzten Monaten und Jahren, bei vielen der Eindruck entstanden ist, wir würden in gewisser Weise von außen nicht gerecht behandelt. Wir haben, sagen manche, die Gerechtigkeit verspielt. Durch alles, was sich in den letzten 2 Jahren ergeben hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist natürlich der Nährboden des Populismus. Demokratie ist natürlich wertbezogen. Der Populismus ist es wohl nicht. Aber da muss man schon klar sagen, dieses Gefühl der Bevölkerung, das muss man einfach sehen. Man muss verstehen, wie es entstehen konnte. Und auch hier hilft der Zusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und letztlich auch Zukunft. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass im Vorfeld der Abstimmung über die Mitgliedschaft bei der Europäischen Union, die ja 1995 erfolgt ist, ein ganz wichtiges Argument für den Beitritt, das Argument war, dass wir bei einem Beitritt nie wieder ein Problem mit Flüchtlingen haben werden in Österreich. Man muss verstehen, historisch, wir haben damals gerade die Flüchtlingswelle aus dem früheren Jugoslawien verdaut gehabt, gut bewältigt gehabt. Wir haben gerade Österreich, das darf man nicht vergessen, hat sich ja immer vorbildlich verhalten, viele, viele Flüchtlinge aufgenommen, 68 aus der Tschechoslowakei, 56 aus Ungarn und eben in den frühen 90er Jahren aus dem früheren Jugoslawien. Mein Nachbar zu Hause, der kam als Bosnier damals als Flüchtling, ich möchte ihn nicht mehr missen, ich bin froh, dass er hier geblieben ist. Aber man muss das schon sehen, es gibt hier enttäuschte Erwartungshaltungen der Bevölkerung, die letztlich dazu führen, dass viele hier im Land das Gefühl haben, eigentlich ist das nicht gerecht, was hier läuft. Wir in Österreich haben wahrscheinlich, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, im Verhältnis zu allen anderen europäischen Staaten in den letzten 2 Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen in Relation zur Bevölkerung. Und das muss man auch einmal sagen, das muss man sehen. Und das ist genau der Punkt, den man einfach auch durchaus verstehen muss, dass daher diese Gefühle kommen in der Bevölkerung, ja, eigentlich werden wir ungerecht behandelt, wenn ich etwa an Kritik aus dem Ausland denke, auch jüngst wieder, und eigentlich ist das, was hier passiert, zu unserem Nachteil nicht in Ordnung, und das ist der Nährboden für die Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind, die tatsächlich gefährlich sind für die Demokratie. Es ist ja kein Zufall, dass wir als Bundesregierung zwar formal im Parlament eine Mehrheit haben, aber in der Bevölkerung schon lange nicht mehr. Warum denn? Na, genau wegen dieser Entwicklungen. Und das Erste, was man tun muss, man muss es klar sehen, man muss es erkennen. Ja, ich sehe es, so ist es. Da sind viele, viele Fehler passiert. Nicht nur in der Kommunikation nach außen, nein, sondern auch in der Sache selbst. Aber gerade da ist der Punkt, wo ich sage, deshalb braucht es ein Reformprojekt der Europäischen Union. Denn viele der Fragen, die es jetzt gibt, kann man in Wahrheit nur auf europäischer Ebene auch wirklich vernünftig lösen. Und das ist, glaube ich, auch der einzig mögliche Ansatz. Ob es gelingt, das ist eine andere Frage. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, da sind auch unter dem Aspekt Gerechtigkeit viele Fehler gemacht worden in der Vergangenheit, aus meiner Sicht. Ich bin kein Außenpolitiker, aber ich habe Verständnis dafür und es war mir auch sympathisch, dieser typisch europäische Zug, naja, machen wir es einmal
denken wir an die Zukunft, wir werden das schon irgendwie schaffen, wir schaffen das schon. Nehmen wir halt die neuen Mitglieder auf, auch wenn sie vielleicht nicht nach allen Kriterien bereits auf dem Level sind, den sie eigentlich haben müssten als Mitglieder der Europäischen Union. Aber wir helfen ihnen, wir unterstützen sie, wir schaffen das schon. Ist doch ein sympathischer Zug, oder? Ein wunderschöner, sympathischer Zug. Ja, aber es funktioniert halt nicht immer. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, muss man es halt klar erkennen und sagen, ja, da müssen wir was tun. Und jetzt komme ich zur zweiten Frage noch einmal zurück. Werte, Rechtsstaatlichkeit. Ja, die Rechtsstaatlichkeit ist an sich ein Wert. Und der Herr Bundespräsident hat sie erwähnt, die Tatsache, dass auch die Türkei Mitglied des Europarats ist, das heißt, die Türkei hat auch die Europäische Menschenrechtskommission unterschrieben, genauso wie übrigens Russland auch. Und in meiner Tätigkeit habe ich sehr früh erkannt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Staat sich grundsätzlich als Konventionsstaat der Europäischen Menschenrechtskommission unterwirft, mit der Konsequenz, dass er sich auch einer internationalen Institution unterwirft, nämlich dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, oder ob er das nicht tut. Und bei aller Problematik der Situation, ich war knapp vor Weihnachten in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof, ich habe gesehen, was da los ist in der Einlaufstelle. Jeden Tag damals zwischen 200 und 400 Beschwerden aus der Türkei. Ja, das ist furchtbar, ist keine Frage. Aber alleine die Tatsache, dass es möglich ist, dass aus diesem Land Beschwerden an eine europäische Institution kommen können, die dann auch bearbeitet werden, das alleine ist ein wesentlicher Fortschritt. Und das, glaube ich, muss man auch sehen, bei allem, was dann weiter vielleicht aus diesen Dingen sich entwickeln wird können. Daher bin ich wesentlich fest davon überzeugt, es gibt europäische Werte, sie sind letztlich in der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Ausdruck gebracht worden. Österreich war auch hier mustergültig, hat es zur Gänze in Verfassungsrang übernommen und man sieht ja auch immer wieder, ich sage das auch ganz offen, dass man auch hier im Rahmen der politischen Gestaltung an verfassungsrechtliche, grundrechtliche Grenzen stößt, auch an Grenzen der europäischen Höchstgerichte, ja, wie das etwa bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung der Fall war. Völlig in Ordnung, aber man sieht daran, dass letztlich es hier Institutionen gibt, die darauf aufpassen, dass die europäischen Werte auch tatsächlich geachtet werden und respektiert werden. Und das geht nur letztlich mit einem rechtsstaatlichen System, zu dem aber auch gehört, dass die Legalität, also die Rechtsstaatlichkeit, auch respektiert wird. Es kann nicht sein, dass immer nur der, auf wienerisch gesagt, der Deschek ist, der sich brav an die Gesetze hält und andere, die das bewusst nicht tun, einfach besser fahren. Das geht nicht. Wenn man das zulässt, dann verrät man die Gerechtigkeitsgefühle der Bevölkerung und dann letztlich öffnet man Tür und Tor jenen Bewegungen, die à la longue natürlich auch für die europäischen Werte und ihre Durchsetzbarkeit schädlich sind. Ich würde dich, Herr Minister, Folgendes kurz fragen. Der allererste Diskussionsredner hat am Schluss seines Diskussionsbeitrages gesagt, es geht um Rechte und nicht um Werte. Und ich denke mir, so kann man nicht sagen, es geht um Rechte und nicht um Werte, sondern es geht um Rechte und Pflichten einerseits, aber es geht auch um Werte, die zum Teil mit diesen Rechten und Pflichten ja in Zusammenhang stehen. Würdest du das auch so sehen oder wie nimmst du zu dem Satz, es geht um Werte und es geht um Rechte und nicht um Werte, wie würdest du dazu Stellung nehmen? Darf ich eine Frage anschließen, wenn die genau dazu geht? Das war nämlich interessant. Ich glaube, Herr Heinrich Waller oder Woller, Sie haben dieses Statement gemacht, dass jede Rechtsordnung muss von einer Moral unterfüttert werden. Und ich glaube auch, also jetzt als Nicht-Juristin, ist das so, ich habe zwei Juristen hier am Podium, dass tatsächlich unsere Rechtsordnung, die unsere Werte widerspiegeln sollte, oder größtmöglichst widerspiegeln sollte, was sich eine Gesellschaft gegeben hat. Absolut, genau das habe ich eigentlich gemeint, als ich gesagt habe, dass es für mich kein Problem darstellt, zwischen der Rechtsordnung und einer Wertordnung insofern zu unterscheiden, als wir von einem Unrechtsstaat sprechen können. Und wenn eben, wie ich erwähnt habe, als leider aktuelles Beispiel, ein Richter abgesetzt wird von heute auf morgen und die richterliche Unabhängigkeit mit Füßen getreten wird, dann ist das eine schwere Verletzung europäischer Werte
auch eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, zu der sich auch dieser Staat, wo das leider in der letzten Zeit öfters passiert ist, grundsätzlich ja bekannt hat. Aber dort, wo wir wenigstens die Möglichkeit haben, diese Verpflichtung der Staaten noch einzufordern, über europäische Institutionen, haben wir wenigstens die Möglichkeit, hier eine Verletzung von Werten festzustellen. Das heißt, für mich ist klar, unsere Rechtsordnung ist natürlich wertorientiert, basiert auf dem Konsens darüber, demokratisch legitimiert, und deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Menschenrechtskonvention als verfassungsrechtliche Regelung in Österreich verankert haben. Und das ist die beste Möglichkeit, die ich hier sehe, um Rechtsstaatlichkeit als Wert auch letztlich zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich denke, dass man daher sehr wohl sagen kann, natürlich gibt es, wie du gesagt hast, der Bundespräsident, Rechte, auch Pflichten, aber eine Rechtsordnung, das mag jetzt sehr konservativ klingen, die diesen Namen nach meinem Dafürhalten verdient, ist wertorientiert. Und das ist für mich das Wesentliche und darum, glaube ich, geht es. Und gerade die Europäer, mein Gott, wir sind doch so weit vorne in diesem Bereich durch die MRK. Wir haben, das dürfen wir nicht vergessen, so viel erreicht an Fortschritten in diesem Bereich. Wir haben so viel auch erreicht an der Schaffung internationaler Standards in diesem Bereich. Daher darf man sich da nicht irre machen lassen. Wenn gerade wir jetzt beginnen, daran zu zweifeln, dass man sehr wohl Wertungen auch als wesentliche Grundlage unserer Rechtsordnung zu akzeptieren, zu erkennen und auch letztlich zu pflegen, dann würde ich das ja gar nicht verstehen. Ich meine, gerade wir haben eine sehr hochentwickelte Rechtsordnung in Gesamteuropa und gerade das, was die Europäische Union versucht hat, mit eigenen Institutionen, mit dem Europäischen Gerichtshof, wirklich diese Grundrechte noch stärker zu verankern, ist eigentlich international betrachtet wirklich vorbildlich und da brauchen wir uns auch nicht zu verstecken. Da sind wir eigentlich ein Modell für viele andere und wir sollten das jetzt nicht selber schlecht machen. Ich sehe hier Widerspruch, aber ich würde gerne weiter diskutieren über diese Problematik. Vielen Dank. Wir haben jetzt genau noch 11 Minuten und wir könnten noch ein bis zwei Fragen übernehmen. Und wenn. Warte. Ja. Na, da war dieser. Sehr, Entschuldigung. Die Richtung schaut. Ja, sie. Was? Also. Ich habe das nicht zu entscheiden. Grüß Gott, mein Name ist Vinzenz Neuwirth. Ich bin gerade noch Student und ich möchte auf diese Diskussion gleich einmal Bezug nehmen. Und zwar, ich glaube, das, was der erste Redner da gemeint hat, ist dieser große Widerspruch, den die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Sie hier ja verteidigen, mit sich bringt. Nämlich, dass Sie von der Gesellschaft diese freiheitlich-demokratischen Werte vorschreibt, obwohl sie ja eigentlich gerade vorgibt, freiheitlich zu sein, das heißt liberal zu sein, sodass jeder sich selbst seine Werte definieren kann für sich, was ihn eben nach seiner Fasson glücklich macht sozusagen. Und da ist meine Frage, wäre es dann nicht viel besser, weil auch schon auf Hegel Bezug genommen wurde von der Moderatorin, eher sich zu fragen, ob nicht dieser Begriff der Freiheit, nämlich die Idee der Freiheit, in der Sittlichkeit begründet wird. Und Hegel sagt ja sehr klar, dass eben der Staat, die staatliche Ordnung, die Wirklichkeit dieser sittlichen Idee ist und diese Substanz, der Inhalt dieser Sittlichkeit, sich ja in der Religion findet. Und damit schließen wir den Bogen zu dem anderen Redner, Professor Wohlmeier. Also sollten wir nicht eigentlich klar machen, dass eigentlich alle Werte, die wirklich Werte sind, ihre Substanz in der Religion finden müssen und nicht in einer Menschenrechtskonvention, einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Es gibt viele Religionen. Ja, wir können, also 1, 2, weil Sie haben auch aufgezeigt, nicht? Oder? Haben Sie oder Sie aufgezeigt? Gut. Mein Name ist Klein, ich bin ausgebildeter Lebensmittel- und Biotechnologe, hatte auch 3 Rechtsprüfungen zu absolvieren. Aber nachdem die 2 Herren am Podium beide Rechtsprofessoren sind, meine Frage als eher naturwissenschaftlich orientierter Mann, ist es zulässig, wenn man sagt, dass
wenn man über Werte spricht, Europas Werte, so ist die These zulässig, dass wenn diese Werte nicht so formuliert werden, dass sie von allen Mitgliedstaaten jetzt der EU, sage ich einmal, in Gesetze gegossen werden, und zwar in Verfassungsgesetze mit entsprechenden Strafsanktionen. Und wenn man das nicht schafft, dann ist das ein zahnloses Gerippe. Wenn ich immer von Werten spreche, die niemand einhält, mir wäre es lieber, wir reden von Gesetzen im Verfassungsrang, die für alle Mitgliedstaaten der EU einmal und dann von Europa, aber auf jeden Fall mal von der EU verpflichtend zu ratifizieren sind. Und dann muss sich jeder dran halten. Wenn wir in Österreich bei Rot über die Kreuzung fahren und in Liechtenstein fährt einer bei Rot über die Kreuzung, der wird nicht bestraft, das sage ich jetzt einmal simplifiziert, dann ist das ein No-Go für Europa. Können Sie sich mit dem anfreunden, oder? Vielen Dank. Wir nehmen jetzt von dieser Dame noch in der zweiten Reihe, aber wirklich die allerletzte Frage, und werden dadurch ein paar Minuten überziehen. Ja, bitte. Dankeschön. Mariella Kaspar, studierte Betriebswirtin und angehende Juristin. Ein Thema, das mich als junger Mensch besonders beschäftigt, und zwar, man bekommt immer wieder gesagt oder man hört immer wieder, dass Trump, Brexit, Populismus jeglicher Art seien auf die Politikverdrossenheit, insbesondere unter uns jungen Menschen, zurückzuführen, unter anderem, und auch auf diese wachsende Unzufriedenheit. Und jetzt, um das Statement vom Herrn Bundesminister aufzugreifen, den Menschen vor 30 Jahren, also wenn es denen so ginge, wie es uns jetzt geht, die wären sehr zufrieden. Und meine Fragen wären jetzt, wie kann man erstens den Menschen das wieder ins Bewusstsein rufen, dass es uns eigentlich nicht so schlecht geht? Und zweitens, wie kann man tatsächlich als junger Mensch tatsächlich aktiv die Werte Europas, also wie kann man den jungen Menschen ins Bewusstsein rufen, dass es an uns liegt, dass wir diese Werte eigentlich wirklich mitgestalten, aktiv? Also, ja. Danke. Darf das Wort wieder aufs Podium geben, und als Themengeber für dieses Thema, die Welt von morgen, Europas Werte. Also uns war es ganz wichtig, wir haben das auch diskutiert, wir meinen, wenn wir als Waldviertelakademie diese Frage ein Jahr lang zur Diskussion stellen, dass es wirklich EU ein Teil davon ist, aber Europa ist mehr aus EU, und diese europäische Werthaltung ist unser ganz wichtiges Thema. Das ist also eine kurze Antwort auch auf Ihre Frage. Wir haben bewusst das Thema Europa und nicht EU-Werte genommen. Vielen Dank. Wer möchte das Schlusswort machen oder beginnen, Herr Justizminister? Ja. Nein, willst du nicht Schlusswort haben? Das überlasse ich gerne dir. Ich kann mich auch dem anschließen, was unser Naturwissenschaftler hier gesagt hat. Das ist völlig richtig. Es betrifft eigentlich diese Frage nach dem Gerechtigkeitsgefühl. Für mich ist es eigentlich ganz einfach. Der Kommissionspräsident hat gestern gemeint, die europäische Gemeinschaft hat gemeint, muss den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Mit dem Recht war es genauso. Das Recht ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. Und wenn ich die Notwendigkeit der Rechtsordnung meinen Studentinnen und Studenten erklären musste, habe ich das immer mit einem ganz einfachen Beispiel gemacht, das ich von einem Rechtsphilosophen übernommen habe. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind auf der Südautobahn unterwegs, es ist brütend heiß, furchtbarer Stau, und plötzlich fährt auf der Bahnenstreife ein Auto vor, es ist ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht. Na, selbstverständlich, keine Frage, natürlich, ja. Das ist etwas, was man sofort akzeptiert. Und dann plötzlich merken Sie, dass da der Bahnenstreifen benutzt wird von anderen Autolenkern, vielleicht besonders provokant in Luxuslimousinen, der fährt da vorbei, vielleicht sogar mit Klimaanlage, Sie haben keine. Und was entwickeln Sie da für ein Gefühl, habe ich die Studenten gefragt. Und dann war klar, welches Gefühl sie entwickeln gegenüber denen, die da sich am Bahnstreifen vorbeispielen. Und dann habe ich gesagt, genau das Gefühl ist der Grund für die Notwendigkeit des Rechts. So einfach ist es auch. Das heißt, wir brauchen ein Ordnungsinstrumentarium, und das sollte aber für alle auch wirklich gleich gelten und gleich umsetzbar sein. Liechtenstein ist kein EU-Staat, aber trotzdem, Sie haben schon recht, innerhalb der Europäischen Union, und jetzt sind wir wieder bei dieser Frage des Gerechtigkeitsgefühls. Ich will gar nicht den hehren Begriff der objektiven Gerechtigkeit strapazieren, das ist ein Problem, aber wenn die Menschen das Gefühl haben, die Rechtsordnung wird nicht für alle gleich angewandt, wenn die Menschen das Gefühl haben, es gibt eine Zweiklassen-, Dreiklassen-Justiz, egal ob in der Justiz oder in der Medizin, dann sind die Menschen zu Recht enttäuscht, und das ist genau wieder der Nährboden für
wenn man so will, populistische und sonstige Strömungen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und wenn hier die Frage auch gestellt wurde, ob nicht sozusagen eine moralische, religiöse Fundierung notwendig wäre für eine Rechtsordnung, ich glaube, Sie haben das gefragt, gell? Da möchte ich schon davor gewarnt haben, denn eines muss man schon auch sagen, Religionsfreiheit ist wichtig, aber auch die Trennung des Staates von der Religion ist wichtig, denn die Religion kann auch missbraucht werden für genau das, wovor der Herr Bundespräsident in seinem Eingangsstatement zu Recht gewarnt hat, nämlich zu totalitären Strömungen kann das führen. Und jetzt will ich gar nicht auf den IS-Terror mich beziehen. Wenn wir ehrlich sind, wir haben in der europäischen Geschichte auch Beispiele dafür. Denken Sie nur an die Wiedertäufer als historisches Beispiel am Ende des Mittelalters. Das war auch ein totalitäres Regime, basierend auf fehlgeleiteten, extremen religiösen Vorstellungen. Daher kann ich nur letztlich wieder zum Schluss kommen und so gesehen fühle ich mich ja eigentlich auch in meiner beruflichen Funktion als Jurist bestätigt. Das, was am ehesten hilft, ist eine wirklich gut durchdachte rechtsstaatliche Ordnung, möglichst verfassungsrechtlich abgesichert, auf europäischer Ebene abgesichert, und der, der sich nicht daran hält, der muss halt mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Was Besseres ist noch nicht erfunden worden. Wenn Sie was Besseres wissen, bitte sagen Sie mir's. Also wenn das eine Art Schlusswort ist, dann muss ich mich zunächst einmal für die Einladung bedanken und für die Diskussionsbeiträge und für das Phänomen, dass wir eigentlich fast die gleiche Präsenz jetzt noch haben um 20 Uhr, wie das um 18 Uhr der Fall war. Das ist beachtlich. Was diese letzten drei tricky questions betrifft, Herr Kollege, Sie meinen, es ist doch ein Widerspruch zwischen einer freiheitlichen Ordnung, wenn man dann sich auf verpflichtende gemeinsame Werte einbetonieren soll. Und ich bitte zu bedenken, Freiheit heißt nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will, sondern auch und gerade eine freiheitliche Ordnung braucht bestimmte Prinzipien und bestimmte Orientierungen, sonst funktioniert es nicht. Ich kann zum Beispiel nicht auf ein Strafrecht verzichten, auch wenn ich hoffe, dass die Rolle des Strafrechts im Laufe der Zeit eher und vor allem die Instrumente des Strafrechts vielleicht abbaubar sind, schrittweise. Aber jedenfalls ist das kein Widerspruch, sondern wir brauchen beides. Und auch der Satz, ob man nicht letztlich dann Werte aus einer Religion ableiten muss, wenn Sie sagen, ableiten kann, bin ich hundertprozentig einverstanden. Und das tun ja hunderte Millionen Menschen, ihre Werte aus einer Religion ableiten. Aber das Muss könnte ich nicht akzeptieren, weil das, glaube ich, war in der Zeit der Inquisition fast so, und da wollen wir nicht zurück. Das ist also einmal ein Teil meiner Antwort. Das Zweite, ob das vernünftig ist, wenn die Europäische Union Normen hat, und dann werden nicht alle bestraft, die sich nicht an diese Normen halten. Wir wollen so viele Normen als möglich, nein, als notwendig und so wenig wie möglich. Und beides brauchen wir. Natürlich wäre es unvorstellbar, dass man Reisefreiheit und Verkehrsfreiheit macht und das Rotlicht nur in Wien gilt und nicht in Luxemburg. Aber schon die Tatsache, dass man in Schweden links fahren kann oder bis vor kurzem oder auch in Großbritannien und in Österreich rechts fährt, ist ein Beispiel, dass man da auch Pluralismus zulassen kann. Und die Union kriegt ja viel öfters vorgeworfen, dass sie zu stringent ist im Gesamteuropäischen, dass sie sich einmischt in Bauordnungsvorschriften und in Marktordnungsvorschriften und in Glühbirnen und in Ölkännchen und so weiter. Die Kritik an der EU ist ja eher, sie soll liberaler sein, sie soll weniger
für Gesamteuropa gleich bindende Vorschriften erlassen, weil halt wirklich in manchen Bereichen die Dinge in Spanien anders sind als in Finnland und dass man da auch einen gewissen Pluralismus zulassen soll. Und die schwierigste Frage war die kürzeste, nämlich was man tun kann, um der Jugend mehr eine positivere Haltung zu ermöglichen, auch die positiven Faktoren unserer gesellschaftlichen Entwicklung voranzubringen. Also da müssten wir jetzt die Uhr wieder um 2 Stunden zurückstellen. Oder, ja bitte, ich bin gerade souffliert worden, möglichst viele Veranstaltungen der Waldviertel-Akademie zu machen. Also, jetzt muss ich noch ein Wort sagen, weil Heinz Fischer hat sich gefreut, dass Sie alle bis zum Schluss geblieben sind und wir freuen uns natürlich auch von der Waldviertel-Akademie. Ich habe vielleicht vergessen zu sagen, diese Veranstaltung war 3-mal überbucht. Das heißt, entweder gibt es keine Politikerverdrossenheit oder die beiden Politiker sind besonders begehrt. Also einen anderen Schluss lässt das ja wohl nicht zu. Jetzt bedanke ich mich für diese wirklich guten Referaten. Vielen Dank. Bedanke mich auch für Ihre interessanten Fragen und ja, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und unser Kuratoriumsvorsitzender Dr. Wurz möchte Ihnen auch noch etwas sagen. Dankeschön. Ich brauche nur 2 Minuten. Ja, wenn Sie Guster bekommen haben auf die Waldviertel-Akademie, weil Sie sehr viele neue Gesichter, dann brauchen Sie nur schon auf www.waldviertelakademie.at. Da sind alle unsere Veranstaltungen drinnen. Wir sind eine Wanderakademie, das heißt, wir bespielen mit diesem Thema das ganze Jahr. Höhepunkt dieser Gespräche Europas Werte und unsere Zukunft wird wieder die 34. Sommergespräche in weiteren, in der letzten Ferienwoche, das ist die Woche Ende August, Anfang September, wo wir also genau wieder hochkarätige Referenten dabei haben werden. Eröffnungsredner wird sein, der sich auch sehr intensiv mit diesem Thema auch befasst hat, Menasse, ich glaube, brauche ich nicht näher Ihnen vorstellen, und viele andere kompetente Personen. Wir werden dieses Thema auch in Vorveranstaltungen durch die Bezirksstädte von St. Pölten, aus Landeshauptstadt, über die Bezirksstädte Waidhofen, Horn und Zwettl das Thema aufbereiten. Wie gesagt, schauen Sie auf www.waldviertelakademie.at, da finden Sie das Ganze. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch bei einer Diskussion dabei ist. Und ich glaube, es war halt wichtig, dass so viel Jugend da ist, weil es uns auch als Waldviertelakademie wichtig ist, den Dialog, das Gespräch zu fördern. Und damit das Gespräch und der Dialog gefördert wird, gibt es auch draußen noch ein Glas Wasser und Wein, um das ein bisschen auch auszutauschen. Danke, kommen Sie gut nach Hause. Danke, Dr. Fischer. Danke, danke. Idealism prevails. Make the world a better place.